Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend heute am Donnerstag. Heute sind wir wieder bei Hove Racing unterwegs. Ihr könnt es unter mir lesen und zwar der vierte Lauf tatsächlich schon von 9. Also wir gehen so langsam auf die Halbzeit zu. Und moin Patrick, dir viel Erfolg. Wahrscheinlich fährst du gerade. Und moin Jan, ja, du fährst heute nicht mit, aber deine Perspektive können wir heute, Expertise wollte ich sagen, können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Kennst dich auf der Strecke ja auch sehr gut aus und danke für deinen 5. Monat. Timo kann es auch nicht mehr erwarten hier. Oh, moin Delta. Ja, ihr seht es im Hintergrund. Qualifying beginnt schon nicht, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Ja, wir sind auf Monza unterwegs. Eine Strecke, die wir gar nicht so oft im Stream haben. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich denke, das wird heute sehr, sehr interessant. Denn ich gucke gerade mal, wir sind 34 Autos. Also wie bei Hove eigentlich üblich. Ist immer sehr, sehr gut besetzt, das Feld. Ich weiß gar nicht, wie viele offiziell angemeldet sind, aber wir haben hier immer locker mal über 30 Autos im Feld unterwegs. Wir sehen auch schon die ersten Zeiten hier. 1:48.477 von Jeff Ewerts, der jetzt hier auf die 1 geht. Hier ist er übrigens, hier der BMW. Auf der 2 momentan der Führende der Gesamtwertung, die wir uns nachher nochmal anschauen. Am besten vor der Startausstellung können wir mal gucken, wer heute gute Chancen hat, ein paar Punkte zu gewinnen. Oder wer vielleicht ein bisschen federn lassen muss heute. Oh, da hat jemand schon Bier. Sehr gut. Ja, also ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wer heute am Start ist. Ich glaube, so ziemlich alle fast, die auch vorne mitspielen in der Gesamtwertung. Wir gehen mal wieder die Autonummern durch, damit wir auch keinen vergessen. Mit der niedrigsten Nummer heute unterwegs haben wir den Peter Buchholz, der hier mit der Nummer 5 rumfährt. Soapbox Racing, na, ein bisschen schneller als eine Soapbox ist der Porsche hier wahrscheinlich schon. Momentan hat er noch keine Zeit gesetzt, sogar ganz hinten gelistet aktuell. Aber wird sich hier hoffentlich demnächst ändern. Dann haben wir einen BMW, leicht auf Abwägen hier, Jürgen Hofmann, der mit der Nummer 8 fährt. Guckt jetzt, dass er hier Platz hat und ja, auf eine Runde gehen kann, beziehungsweise der nächste Runde erst wieder angreifen kann. Hat auch noch keine Zeit gesetzt. Klar, bei so vielen Autos, glaube ich, kann man schon sagen, bei 34 nicht super viel Platz auf der Strecke, aber kann sich doch ganz gut verteilen. Dann gehen wir mal zum Remo Kipfer, der Schweizer mit der Nummer 14. Auch im BMW momentan auf der 8. Position. 1,4 Sekunden Rückstand, aber wir sehen auch 0,2 Sekunden im Delta. Also auf jeden Fall mal hier Top 10. Kann auf jeden Fall angreifen. Geschwindigkeit fehlt, ja. Nick Kleefeld haben wir dann hier im Lamborghini Freiburger Racing Team mit der Nummer 15. Während Dennis Prekor sich jetzt auf die erste Position setzt und der Nick hier leider etwas so weit rauskommt aus der Ascari. Da kann man sehr, sehr weit rausgehen. Aber das war dann wahrscheinlich doch, oder sehr sicher, zu weit raus. Wir sehen es links leider. Ausgegrautes Delta, damit die Runde ungültig. Hat auch noch ein bisschen Verkehr hier vor sich. Also mal sehen, ob er nochmal eine Zeit setzen kann. 14 Minuten ist noch Zeit. Wahrscheinlich werden hier 5 Minuten die nächsten reingehen. Nochmal mit frischen Reifen wieder rausfahren. Dann gehen wir mal zur Nummer 18. Da haben wir Klaus Jäkel. Aus Soapbox Racing hier im Porsche. Momentan auf der 11. Position unterwegs. Hat sehr, sehr viel Luft nach vorne und nach hinten tatsächlich. Also daran liegt es auf jeden Fall nicht, wenn er hier keine Zeiten Zeit nicht verbessern sollte. Daniel Hofmann haben wir dann für Hove Racing. Momentan noch auch noch keine Zeit gesetzt. Hier mit der Nummer 21, während Daniel Pader oben gerade etwas quer steht. Ausgang der 2. Lesmo. Da darf man nicht zu weit rauskommen. Dann ja, dreht es einen weg, wie wir da gerade gesehen haben. Dann gehen wir mal zu René Brey, ein Nissan aus Österreich. CDS Digital Motorsport hängt hier gerade an einem Lamborghini mit der 86 ganz, ganz dicht dran. Dahinter ist der andere Lambo, den wir gerade gesehen haben. Also wird gerade etwas schwierig, hier eine gute Zeit zu setzen. Deswegen fährt er auch gerade mal zur Seite. Guckt, dass er mal ein bisschen Luft nach vorne bekommt. Ja, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Position 6, 1,2 Sekunden fehlen ihm nach ganz vorne. Prekur vorne, schon wieder mit einer Bestzeit unterwegs zumindest. Daniel Andersen auf der 3 ebenso. Ja, da sind viele vorne auch hier dabei, die in der Gesamtwertung vorne sind. Ja, Team befreut sich. So, Jeff Ewerts, haben wir den schon gehabt? Nee. Hatten wir noch nicht. Auf der 2. Position. Eine halbe Sekunde hat er Rückstand aktuell. Kommt aber gerade auch aus der Box. HyperX Racing Luxemburg. Der Luxemburger hier im BMW mit der 23. Dann haben wir Jerome Eckert. Das ist ein Audi. Den haben wir heute auch noch nicht gesehen. Oder ein Audi allgemein. Intruder Racing Team auf der 18 unterwegs. Aber da ist noch einiges, was er rausholen kann. Wir sehen es hier 0,6 Sekunden. Ausgang der Lesmo 2. Nach vorne hat er ein bisschen Abstand. Ja, sollte die Runde dann noch anständig zu Ende bringen können eigentlich.
er hier auf jeden Fall mit der 31 auf Platz 18 momentan. Da geht es aber doch mal weiter nach vorne, bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir Friedrich Pfaffenroth, ein Porsche auch für Soapbox Racing, glaube der dritte jetzt im Bunde schon vom Team. Auch noch keine Zeit gesetzt leider, ist auch gerade auf keiner gültigen unterwegs, wie es aussieht. Also dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, der Porsche hier mit der Nummer 35. Zur 38 kommen wir jetzt, da ist nämlich der Chris Haya drin. Für Jota ein McLaren, den ersten, den wir heute sehen. Und auch gar nicht so verkehrt platziert hier Platz 7. Gerade dabei durch die erste Schikane zu fahren, wo wir hoffen, dass alles gut geht. Aber ich weiß noch, auf Zolder das erste Rennen, waren wir mit 40 Autos unterwegs hier mit den Leuten. Das hat alles gut funktioniert. Ich bin guter Dinge, dass das hier auch funktionieren wird. Bei so vielen Autos ist natürlich der Ziehharmonika-Effekt hinten raus ja, ist besonders stark. Dann kommen wir zu Jan Hansel, der fällt gerade aus der Box raus. International GT Racing Team mit der 41. Auch schon eine ganz gute Zeit gesetzt, 1,1 Sekunden Rückstand. Ja, bis Platz 2 ist es nicht mal eine halbe Sekunde, muss man auch berücksichtigen. Dennis Preko da vorne schon wieder in seiner eigenen Welt unterwegs. Hat, glaube ich, schon von den letzten 3 Rennen 2 gewonnen, glaube ich. Ja, 2 gewonnen, aber 3-mal auf dem Podium, 2-mal die schnellste Runde gesetzt. Und ja, bereits hier im Qualifying übrigens gibt es ja auch schon Punkte für die ersten 3. 3, 2 und 1 Punkt. Da hat er sich auch gleich mal ja, ein paar Punkte nochmal extra geschnappt. Hier ist er gerade dabei, auch sich wieder 3 extra Punkte zu holen. Macht sich natürlich auf die Dauer auch bemerkbar im Gesamtklassement dann, wenn du auch im Qualifying hier mal sehr weit vorne stehst. So, Falk Moritz haben wir dann hier für Key Racing mit der 46 im Bentley. Also wir haben fast alles dabei hier. Momentan auf der 25 unterwegs, aber auch gerade erst ganz frisch aus der Box rausgekommen. Hier das gelbe Gefährt von Falk Moritz. Dann Daniel Andersen auch vorne platziert hier, auch in der Gesamtwertung. Aber hier fehlt noch ein gutes Stück. René Prey hat sich gerade auf die 2 gesetzt. Andersen jetzt hier in der Box gerade. HyperX Racing Luxemburg im McLaren mit der 48. Danny Anwandt haben wir mit der Nummer 52, Panther Motorsport. Wieder ein BMW M4. Gerade Anfahrt zur letzten Kurve hier. Schön den Schwung mit rausnehmen. Nicht zu weit rauskommen. Ein kleiner Wurstkörb. Da links ist er. Der kann dann mal richtig schön raushebeln. Da mal lieber ganz links vorbeifahren oder am besten auf der Ideallinie bleiben. Ja, er hier auf der 27, auf der 10 jetzt unterwegs, siehste, haben wir doch perfekt hingeschaltet. Ja, ein bisschen mehr als eine Sekunde nach vorne. Also vom Platz 2 aus gesehen ist es doch ein ganz, Platz 2 vielleicht, ne, ja, Platz 5 kann man sagen. Doch ein recht enges Feld da, wenigste Hundertstel nur auseinander. Das ist schon wieder Nissan sehen. Ich weiß nicht, wie viele Nissan wir da haben, warte mal. Da haben wir nur einen. Wo ist er denn? Den haben wir ja schon uns angeschaut, oder nicht? Da ist er. Ah ja, das ist auch sehr gut. AMG, haben wir ein AMG dabei. Jetzt stört er mich schön in meinem Durchlauf hier. Aber ein AMG haben wir gar nicht dabei. Außer ich habe ihn übersehen, aber ich glaube, nein, haben wir nicht dabei. Das tut mir leid, kann ich dir leider nicht zeigen. So, machen wir wieder Deltas rein. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Will ich mein Geld zurück? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Muss ich ja irgendwann anders machen, wenn ich weiß, wie das funktioniert. So, waren wir stehen geblieben. Ich glaube, bei Rudi Geis ungefähr. Ja, auf der 21 unterwegs. Passt schon so, ja. Guckst ja eh genug zu, wa? Ach ja, Mod habe ich auch da. Der weiß auch von nix. Gleich mal Anmod machen. Delta weiß, ist ja auch Mod. Sehr gut. Sehr gut. So. Aber werden hier gleich rausgehauen, die Kanalpunkte. Also, Rudi Geis haben wir auf der 21 für Intruder Racing Team mit der 57 im Aston Martin. Dann haben wir Carsten König in einem Auto, dessen Name ich nicht nennen darf. Momentan auf der 30 unterwegs, hat die Nummer 66. Silverback im M4, mal sehen. Na, die Runde dürfte keine gültige sein, 4 Sekunden hat er hier Rückstand. Ja, fährt auch in die Box rein, 7 Minuten hat er noch, also noch Zeit hier rauszufahren.
in der gleichen Marke der Andreas Höfer unterwegs für Turboschnecken. Interessant, hat es gerade auch so in die Top 20 geschafft. Bin mal gespannt, ob er nochmal rausfährt hier mit Daniels Nummer, der 69. Dann haben wir McLaren. Das ist Alex Cruz für Cruz unterwegs, die 71. Hier der weiße McLaren auf der 23. Position. Ja, ist doch gar nicht so, oder doch sehr, sehr eng. Fast wie bei LFM, hätte ich fast gesagt. Da haben wir ja auch locker mal die ersten 20, 25 innerhalb von 2 Sekunden. Hier ist es nicht ganz so, aber wir sehen hier er selber ein bisschen mehr als 2 Sekunden Rückstand nach ganz vorne. Vielleicht gucken wir vorne nochmal die Abstände durch. Sind ja voll viele von der Marke, ja. Hier nehme ich auch der Daniel Pay, International GT Racing, mit der 74 im M4. 2,7 Sekunden, aber wir sind gerade dabei oder werden Zeuge, dass er hier ein bisschen was noch davon abbauen kann. Wobei letzte Kurve hat er wieder was verloren. Ich denke, da steckt noch mal ein bisschen mehr drin. Jetzt wird er sich mal leicht verbessern, 2,5 Sekunden. Aber der Gap zur 25 zu Daniel Hofmann sind dann ja auch schon 2,5 Zehntel noch mal. Also da muss er noch mal ein bisschen nachlegen. 2, 3 Runden hat er ja noch mal Zeit. Ne, gibt nur einen Split. Deswegen auch immer sehr, sehr viele Autos unterwegs hier. Ich weiß gar nicht, was der Rekord ist, aber toll, da waren wir knapp 40 Autos. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo schon mal 42 waren. Eigentlich sollten heute auch knapp 40 sein, aber Anführungsstrichen sind es, weiß ich gar nicht, 34 oder so jetzt. Aber reicht ja völlig. Geht ja nur eine Stunde, da wird uns auf jeden Fall nicht langweilig. Das Soapbox-Team wird gegrüßt. Ja, haben wir schon auf jeden Fall 3 Autos gesehen hier. Der Mann hier ist auf jeden Fall nicht von Soapbox, der ist von Hove Sim Racing. Einer der, Ligaleiter, glaube ich. Ist hoffentlich die richtige Bezeichnung. Im Audi mit der 76, der Matthias Weggel, der sich jetzt hier auch nochmal verbessert auf die 13. Position. Also 1,4 Sekunden damit. Dann gehen wir zum Porsche von Gefährt. Der Thomas Gefährt sitzt da drin mit der 85. Ein Porsche, der auch schon eine Zeit gesetzt hat. Ob das schon seine Bestzeit war, weiß ich nicht. 5,8 Sekunden klingt etwas viel. Macht gerade aber auch nicht den Anschein, dass er hier rausfahren möchte. Noch hat er Zeit. Aber vielleicht startet er auch von hinten. Dann haben wir Michael Haaf. Auf der 8. Position tatsächlich. Und da geht noch einiges. 1, 2 Zehntel hat er im Delta. Also da geht es vielleicht sogar Richtung zweite Startreihe. Das ist hier der Lamborghini mit der 86, haben wir vorhin schon mal gesehen, glaube ich. Der Freibeuter Racing Team Pilot. Auf jeden Fall, sehr gut dabei heute. Mal sehen, ob er sich auch Punkte holen kann. Die ersten 30 bekommen ja Punkte, also gar nicht mal so wenig Autos. Aber gehen tatsächlich so ein paar leer aus heute. Und die ersten Punkte gibt es halt schon hier im Qualifying. Ich glaube fast, dass der Dennis vorne sich die 3 Punkte hier schon mal schnappen wird. 50 gibt es dann ja im Rennen für den ersten. So, ja, Preko kommen wir gleich zu noch. Den hatten wir noch nicht. Christian Schernhammer haben wir jetzt hier nochmal. HQTH Sim Racing, die 112. Auf der 22. Macht hier gerade Platz oder fährt in die Box wahrscheinlich, weil Escapen ist hier nicht angesagt. Dann haben wir Dominik Socher. Ach so, warte mal. Aber von dem weiß ich, der hat auf jeden Fall eine Quali-Sperre für heute. Deswegen steht er in der Box, hat keine Zeit gesetzt. Der wird also von hinten starten. Ich glaube, so wie in Silverstone, da hat er aber ein sehr, sehr gutes Rennen, muss man sagen. Ging richtig gut nach vorne. Dann haben wir Patrick Schröter, der für RM Motorsport unterwegs ist mit der 292. Ein Honda. Hatten wir heute schon Honda im Bild, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir ihn und ich weiß nicht, ob sein Teamkollege mitfährt. Der Herr Rosse, glaube ich, müsste das sein. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall auf der 15 unterwegs, 1,5 Sekunden. Also wir sehen hier auch wieder im Schnitt eine Zehntel zwischen den Positionen. Wobei ich glaube, Dennis vorne 1/2 Sekunde Vorsprung hat vor dem zweiten. Also es ist sogar deutlich weniger zwischen den Positionen. Dann haben wir hier einen Audi. Wieder ein Luxemburger, der Helder Guerra. HyperX Racing Luxemburg. Ein doch recht bunter Audi hier. Gerade Anfahrt, erste Schikane. 11. Position. Kann man auch nicht meckern. Dann haben wir Christian Kmielecki, die 711 der McLaren. Position 17. Ja, passt doch sehr gut. 17. mit der 711. Aber ich denke, da wird er noch mal ein bisschen was dran ändern wollen. So groß sind die Abstände ja nicht. So bis Platz 13 zum Beispiel. Dann haben wir Patrick Till. Auch ein Luxemburger, Intruder Racing Team,
mit der 712. Der ist auf der 15 unterwegs. Ja, gerade auch keine Verbesserung. Vialdark haben wir dann im M6, wenn ich das richtig sehe. Tatsächlich ein M6, auch ein recht seltenes Gefährt geworden. Aber auf der 12. Position, also kann das große Schiff jedoch ganz zügig über diesen Kurs bewegen. Den interessieren Curbs auf jeden Fall nicht ganz so sehr. Der dürfte da nicht so große Probleme haben. Ja, aber da geht beim einen oder anderen natürlich das Herz auf. Sehen wir jetzt auch schon. Also schauen wir mal, können wir uns drauf freuen. Dann haben wir Rede Moldenauer, Moldenhauer. Ein Aston Martin, einer der wenigen hier, glaube ich. Auf der 13. Position, auch gerade durch Ascari durch. Hat ein kleines bisschen jetzt hier im Ausgang verloren. Für RM Motorsport die 868. Und jetzt kommen wir zum Führenden. Der fährt nämlich Porsche. Baden GT23. Ich glaube, sein Teamkollege fährt heute nicht mit, der Herr Mons. Der ist nämlich auch Zweiter in der Gesamtwertung. Also die beiden Teamkollegen führen hier die Gesamtwertung in der Einzelwertung, als auch wahrscheinlich in der Teamwertung an, würde ich mal fast behaupten. Also er auf der 1 unterwegs, wird auch nicht mal rausfahren. Dann fehlt nur noch einer und das ist der Tino Gunkel. Im Honda mit der 979, die höchste Startnummer heute, ist hier auf der 26 unterwegs. Und da sehen wir es auch, keine 2 Sekunden Rückstand da ganz vorne. Das Feld ist doch pacetechnisch gar nicht mal so weit auseinander. Ja, außer ganz vorne, das müssen wir rausrechnen. Dennis Preko hier absolut dominant, muss man sagen. 2 Rennen hat er schon gewonnen. Auf Podium war er immer, die letzten 3 Rennen heute. Wenn ihn keiner von hinten irgendwie wegmacht, dann sollte das eigentlich auch möglich sein. Ja, wir sehen da eine halbe Sekunde, aber dahinter dann doch recht eng, muss man sagen. Ab Platz 5, sage ich mal, geht es dann ganz kontinuierlich immer langsamer zur Sache. Ja, Qualifying haben wir fast rum. Also bei so vielen Autos geht die Zeit dann doch ganz, ganz schnell rum, wenn wir uns hier alle einmal anschauen wollen. Deswegen schauen wir mal, wer hier vorne noch gut unterwegs ist, sich verbessern könnte. Der Jeff vielleicht nochmal, aber das macht den Braten auch nicht mehr fett. Brei Andersen dahinter, auf Platz 6, 7 sind schon alle in der Box. Die werden natürlich nicht mehr rausfahren können. Das heißt, er wird hier doch sehr, sehr wahrscheinlich von der zweiten Position starten. Auch der Hansel dahinter, der noch unterwegs ist. Ja, weiß nicht, ob der sich noch groß verbessern kann. Momentan sieht es nicht ganz so danach aus. Deswegen gehen wir mal zu Patrick Till. Ist er nämlich gerade auf die Startziel gefahren. Geht nochmal auf die 8. Position. Damit auch für ihn das Qualifying beendet. Hat sich nochmal in die Top 10 reinfahren können. Ja, sonst kaum noch einer mit einer großen Verbesserung jedenfalls unterwegs. Gehen wir zum Helder Guerra vielleicht. Der vielleicht nochmal eine Zehntel findet. Gerade in der letzten Kurve. Gucken wir, ob er die auch halten kann. Doch halbwegs. Aber ich glaube, fährt nicht mehr übers... Ne, fährt nicht mehr über die Linie, fährt jetzt direkt rein. Hätte wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht. 1-2 Positionen vielleicht nochmal. Deswegen gehen wir nochmal zum Ewerts. Der kommt nämlich auch gerade aus der letzten Kurve raus. Und ja, der hat nochmal 2 Zehntel gefunden. Sieht da nicht mehr ganz so weit weg aus da vorne. Kann nochmal fast halbieren hier den Abstand. 0,288 Sekunden hinter Dennis Precourt. Hat zwar, positionstechnisch nichts gebracht, aber nochmal... So ein kleiner Wink zum Dennis. Ja, so ein bisschen mithalten kann ich vielleicht schon. Bin ich mal gespannt. Ja, 30 Grad Strecke haben wir. Genau, wenn wir schon mal beim Thema wären. 23 Luft. Regen sieht momentan nicht so aus. Ja, ist irgendeiner unterwegs? Ach ja, der Buchholz, siehst du, auf der 29. Gar nicht mal zu knapp hier, 6 Zehntel. Ja, aber Abstände da vorne auch recht groß da hinten, muss man sagen. Auf die 29 geht's nochmal. Und damit sind wir fertig mit dem Qualifying. Also, Socher hat keine Zeit gesetzt, hatte eine schwere Pfaffenrot. Bin ich mir nicht sicher, ob er eine Sperre hatte. Auf jeden Fall hat er auch keine Zeit gesetzt. Wird dementsprechend mit Dominik Socher aus der letzten Startreihe starten. So, dann sollte es auch gleich in die Startausstellung gehen. Dann können wir schon mal wieder das anmachen. Race Gaps, einmal in die Box müssen wir auch. Benesson ist auf der 3. Und gleich schauen wir natürlich nochmal kurz auf die Gesamtwertung. Aber ich kann euch sagen, die vorne mitfahren in der Gesamtwertung sind auch hier, wenn sie denn dabei sind, überhaupt auch sehr weit vorne dabei. Ja, Timo, da freust du dich, wa? So, kann ich hier schon irgendwas machen? Nee. Mal ganz kurz warten, bis das hier in die nächste Session springt. So, habe ich schon alles eingestellt. Das haben wir. Wunderbar. Fahren.
So, also wir gucken mal kurz auf die Gesamtwertung, haben wir genügend Zeit. Also Dennis Preko hier, allgemein die ersten vier schon gut abgesetzt von Position 5, 50 Punkte dazwischen 4 und 5. Also Preko auf der 1 im Rennen, auch hier in der Gesamtwertung auf der 1. Sein Teamkollege Stefan Mons fährt, glaube ich, heute nicht mit. Aber Daniel Andersen, der hier von der 4 startet, auf der dritten Position, hat dann gute Chancen, wieder mal richtig was gut zu machen. Zumindest mal auf Stefan Mons oder ihn zu überholen. Dennis Preko ist ja weiterhin vor ihm. Wird der Abstand sogar nochmal größer. Jeff Ewerts haben wir dann hier auf der insgesamt vierten, der von der 2 startet. Also wie gesagt, das hat sich schon ganz gut rauskristallisiert, wer hier mitfährt, ganz vorne. Also die Abstände vorne werden zum Rest des Feldes, denke ich mal, größer. Aber wenn wir uns so die weiteren Abstände angucken in der Gesamtwertung, doch sehr, sehr eng oder sehr eng zusammen, sehr dicht. Das heißt, da kann man ja gegebenenfalls richtig was gut machen mit einer guten Platzierung. Gib mir jetzt 34 Fahrer auch mit Punkten, aber wir sehen nur die ersten 34 hier. Ja, wie gesagt, das ist das vierte Rennen. Dann in, ich glaube, 2 Wochen. Wo sind wir denn da? Da sind wir auf dem Nürburgring. Sehr schön. Oh, da hat sich der Stefan Mons, glaube ich, auch schon für abgemeldet. Ah, okay. Ja, da sind wir dann schon bei der Hälfte der Season. Also nicht so viele Rennen, wie wir es vielleicht bei anderen Rennserien haben. Aber jetzt gehen wir mal durch die Startausstellung, würde ich sagen. Genau, wird zum Chat auch gerade geschrieben. Ich habe es gerade in der Tabelle gesehen. So, also wir haben Dennis Preko hier auf der 1. Direkt neben ihm, der sich nochmal eben verbessert hat. Der Jeff Ewerts mit dem 23er, ich darf es wieder sagen, glaube ich, BMW. Ja, auch schon seit 5 Minuten. Ja, dann haben wir den Nissan auf der 3. Also vorne eine ganz gute Markenvielfalt, sogar ein Lambo gleich auf der 5. Der René Brey aber im Nissan unterwegs, hier auf der rechten Seite gleich mit der 22. Daniel Andersen haben wir dann auf der 4 mit einem sehr interessanten McLaren, lackierungstechnisch auf jeden Fall. Dann haben wir Nick Kleefeld, wie gesagt, hier ein Lamborghini. Haben sogar mal mindestens 2 oder 3 im Feld. Bin gerade nicht sicher, ob hinten noch einer steht. Auf jeden Fall hier vorne haben wir den ersten Lambo auf der 5. Schöne Markenvielfalt. Dann doppelt sich's aber wieder. Dann haben wir nämlich nochmal einen M4. Der Jan Hansel auf Position Nummer 6. Chris Hayer dann im McLaren mit der 38 startet von Platz 7. Da ist der nächste Lamborghini, Freibeuter Racing Team, der Michael Haaf mit der 86. Ein sehr schöner blauer Lambo von der 8. Position. Dann haben wir einen schönen gelben M4. Das ist der Patrick Till für Intruder Racing Team. In die Top 10 hat es auch geschafft, der Danny Anwandt. Panther Motorsport in grün-schwarz gehalten, sein M4. Peter Lindner dann mit der 88. CDS Digital Motorsport startet dann von der 11. Position. Dann haben wir den besten Audi aus dem Qualifying zumindest. Gucken, wie es im Rennen dann ist. Das ist nämlich der Helder Guerra, der ein paar Punkte eigentlich gut machen möchte, um in der Gesamtwertung auf jeden Fall mal ein bisschen weiter oben ja, zu bleiben oder vielleicht doch mal ranzukommen. Auf der 13 haben wir Yael Dark im 747er M6 hier in Schwarz-Weiß. Den können wir ganz gut erkennen. Einziges Fabrikat hier. Oder Modell vom BMW jedenfalls hier auf der Strecke. Jerome Eckert haben wir für Intruder Racing Team mit der 31. Der startet von der 14. Danach haben wir René Moldenhauer, der, na, nicht ganz einzige Aston Martin. Auf der 20 haben wir nämlich auch noch einen. Aber der bestplatzierte Aston Martin auf jeden Fall auf der 15. Matthias Weggel haben wir dann im Audi auf Position 16, Hovesim Racing. Patrick Schröter im Honda, da haben wir auf Position Nummer 17. Eine Minute noch, dann geht es hier in die Einführungsrunde. Ja, M6er Top Speed. Also mal gucken, was da geht. Christian Kmielecki haben wir im McLaren auf Position 18. Daniel Hofmann startet auf der 19. Sein Teamkollege auf der 16 vorne. Rudi Geiss haben wir dann den zweiten Aston Martin im Feld. Von der 20. Position Intruder Racing Team. Falk Moritz startet im ja, einzigen Bentley, also auch sehr gut erkennbar. Auch eine sehr grelle gelbe Farbe hier von der 21. Remo Kipfer haben wir dann wieder im M4. Einer von 3 hier hinten. 22. Position hat er sich geholt. Die 69 hat sich Position 23 geholt. Ein schön, ist das Weinrot? Ich glaube ja. Der Andreas Höfer auf jeden Fall für Turboschnecken. Christian Schernhammer haben wir dann hier hinten der dritte M4 auf der 24. Dann für Soapbox Racing Klaus Jäkel mit der 18. Ein Porsche. Ja, die meisten Porsche eher weiter hinten.
tatsächlich. Auf der 25 Tino Gunkel, GLR Motorsport 979. Auf der 26 Alex Cruz haben wir dann. Auf der 27 ein weißer McLaren mit der 71. Daniel Pay haben wir vorhin leider gesehen. Einmal quer gestanden. Hoffen wir mal, dass das im Rennen nicht passiert. Geht von der 28. Position ins Rennen. Dann gehen wir zu Peter Buchholz. Einer der vielen Porsche hinten mit der Nummer 5 auf Softbox Racing von der 29. Carsten König folgt ihm jetzt von der 30. Auf der 31 haben wir den letzten BMW auf der Strecke. Jürgen Hofmann sitzt hier am Steuer. Thomas Schäfert haben wir dann im 85er Porsche für Schäfert auf der 32. Dominik Socher im Porsche auf der 33. Position. Und von ganz hinten von der 34 mit der 35 der Friedrich Pfaffenroth für Soapbox Racing, der jetzt ja auch gleich in die erste Schikane fahren wird. Er wird sich hier das Ganze von hinten schön angucken können. Also das Ganze fällt hier zwischen zwei Porsche quasi eingeklemmt, hätte ich fast gesagt. Schön eingerahmt, glaube ich, das schönere Wort. Ja, Tickchen wärmer geworden. Was haben wir denn eigentlich? 15 Uhr nachmittags. Ja, dürfte nicht mehr viel wärmer werden, denke ich mal. Weinrot, ja, würde ich auch behaupten. Also, drücken wir die Daumen, dass hier alles gut geht. Zolder mit 40 Autos ist gut gegangen, eine sehr, sehr enge Strecke. Und hier, denke ich, ja, muss man sich einfach bewusst sein, vor allem wenn man sehr weit hinten ist, dass man den Ziehharmonika-Effekt dann doch sehr, sehr früh spürt. Also immer schön die Augen aufbehalten in, ja, zwei, drei Reihen vor sich vielleicht. Mal gucken, was da so passiert. Da wird man auf jeden Fall irgendwo zum Stehen kommen. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne sogar in der ersten Schikane. Also drücken wir mal die Daumen, dass wir hier nicht allzu viel gelbe Flagge haben. Ich muss nochmal meine Stimme ölen. Und dann, ja, geht's auch gleich los hier. Und Svenne, danke für dein Follow vor 10 Minuten. Ohne Facecam, ja. Bei Hove machen wir ohne Facecam. Aber nächste Woche ist wieder LFM dran und da kannst du mich dann ganz, ganz viel angucken und anhimmeln. Der Rennkalender ist ja übrigens schon raus, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch schon alle mitbekommen. Sehr, sehr coole Strecken dabei, die Saison. Nö. Nö, dann nicht, nö. Und IX oder LX, danke für dein Follow. Wie, was ist mit LFM? Nix ist mit LFM, nächste Woche ist LFM wieder. So, hä, ich habe doch den Boxenstopp eingestellt, oder nicht? So, jetzt aber. So, muss man mal die Boxenstopp-Zeit runterstellen, damit das auch richtig angezeigt wird, denn Reifenwechsel ist optional. Kann man sich hier überlegen. Fährt ja viel geradeaus. Also, vielleicht fährt hier auch einer mit demselben Reifensatz durch. Nee, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Lass uns überraschen. Also, jetzt geht's auf jeden Fall los. Das ist Fakt. Eine Stunde haben wir vor uns hier auf Monza. Viertes von 9 Rennen insgesamt bei Hove Sim Racing. Alle 2 Wochen, ja donnerstags, sind wir dabei. Achso, was ist LFM? Ja, ja. So, wir sehen hier Preco, der Porsche, auch schon mit der Nase gut vorne. Sollte ja ganz gut wegkommen. Der Porsche, ein ganz guter Starter. Und Evert setzt sich auf jeden Fall erstmal dahinter. Schauen wir dahinter. Der Nissan bleibt auf der 3. Position, wie es aussieht. Mal gucken, ob Andersen hier den Lamborghini auf der Innenseite zurückhalten kann. Und auch vor allem, was dahinter passiert. Momentan alle, ja, nur zu zweit nebeneinander. Hoffen, dass sich hier alle gut in die erste Schikane einfinden. Ja, da wird ein bisschen hinten mal angestupst an der einen oder anderen Stelle. Hier wird auf jeden Fall sehr langsam gemacht. So, wird man sich hier hinten einig. Ja, ich sag's ja hier, kommt man fast zum Stehen. Aber sieht gar nicht so verkehrt aus. Hier hinten wird man sich jetzt hoffentlich auch so langsam einig. Ein bisschen einfädeln hier in den Stau. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Keine großen Kollisionen. Klar, hier da kleine Berührung haben wir gesehen. Huch, was war das denn? Hoffentlich ist da nichts schief gegangen.
So, hier auch ein BMW unten ein bisschen abgekürzt. Wir sehen Michael Haaf hier kurz mit einer gelben Flagge angezeigt. Weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwo ausweichen musste. Aber ich glaube, alles in Ordnung. Gucken wir mal kurz hinten. Oh, hier hat es ein bisschen gekracht anscheinend. Auf jeden Fall der BMW leicht beschädigt. Irgendwo muss schon was passiert sein. Weiß nicht, ob das da vor der ersten Schikane schon war. Hat auf jeden Fall 10 Positionen verloren. Da hat sich ja doch ein bisschen aufgestaut vorne, muss man sagen. Ja, aber haben schon Schlimmeres gesehen. Also, alles in Ordnung bis jetzt. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Vorne hat sich, glaube ich, nicht viel getan. René Brey, der Nissan auf der 3, Ebert 2 und der Precur auf der 1. Und wir gucken mal, wer jetzt hier schon vielleicht auf der letzten Geraden in dieser ersten Runde überholen kann und angreifen kann. Wir sehen auf jeden Fall hier natürlich noch alles dicht an dicht. Klar, sind ja erst 2, 3, 4 Kilometer unterwegs. Aber mal sehen, ob Lindner, haben wir hier im Bild, das ist der BMW, gegen den McLaren Chris Hayer auf der Innenseite sich behaupten kann. Der 38er McLaren aber natürlich mit einem kleinen Vorteil auf der Innenseite geht jetzt hier auch vorbei. In der Anzeige links müsst ihr es ja gleich auch wieder sehen. Manchmal dauert es mal eine Runde, bis sich das da ein bisschen schüttelt. Ist auf die 7. Position gegangen. Jetzt ist die Frage, kann der BMW auf dem Windschatten nochmal angreifen? Der McLaren bleibt auf jeden Fall mal hier auf der Innenseite. Also, erste Mal, dass wir hier in Renntempo auf die erste Schikane losfahren. Vorne, glaube ich, alles so hintereinander. Hier geht es auch halbwegs hintereinander. Haaf hat da mal auf der Innenseite geguckt. Verliert jetzt gegen Guerra die Position. Also, da wurde er ein bisschen bestraft, dass er da mal neben den BMW geluschert hat. Aber da kannst du, ja, schwierig zu zweit durchfahren. Geht zwar, aber muss man sich sehr, sehr viel Platz lassen und sehr langsam fahren vor allem. So, wir gehen mal ein bisschen durch. Oh nein, was ist vorne passiert? Chris Haya. Ne, Haaf. Vielleicht ist auch nur ein Anzeigefehler, hoffen wir mal. So, Gunkel überholt gerade den Kmielecki. Hier der McLaren mit der 711. Aber wenn er hier ein bisschen besser rauskommt, was so scheint, kann man mal hier innen reingucken. Aber wahrscheinlich zieht er eher zurück. Lieber hier den Schwung aus der zweiten Lesmo mitnehmen und dann Richtung Ascari vielleicht mal angreifen. Ja, vorne ist es nicht super spannend. Wir sehen es hier, hat sich, wie gesagt, schön aufgereiht. Eine Sekunde locker hier zwischen den Autos. Deswegen gehen wir mal zum Tino Gunkel, der hier gerade ein paar Positionen verliert. Wir schauen mal, was da passiert ist. Hier war nämlich noch ganz vorne. Und da sehen wir ein bisschen zu viel Körper mitgenommen. Auf der Innenseite Lesmo 2. Der McLaren geht vorbei, der Audi. Und ich weiß, ob der Bentley ist auch noch vorbeigekommen. Ja, hier sehen wir es. Während Jan Hansel gerade komplett durchgereicht wird. Oh, wow, ist hier passiert? Ich glaube, er ist hier in Ascari abgeflogen. Scheint so. Weiß nicht, ob er vielleicht den rechten Körper zu viel mitgenommen hat, dass er dann hier rechts rausgeflogen ist. Auf jeden Fall muss er jetzt hier warten. Auf der 27. Position kann er wieder den Rennbetrieb aufnehmen. Ja, sehr, sehr schade. 21 Positionen ging es jetzt für ihn nach hinten. Da hat er sich auch deutlich mehr erwartet, auf jeden Fall. Sogar fast ja aus den Punkten raus. Wie gesagt, die ersten 30 bekommen ja hier Punkte. Und wir sehen auch schon, dass da einige in der Box sind. Wir gucken gerade mal, hier kommt einer aus der Box, der Dominik Socher. Also wahrscheinlich musste hier und da noch repariert werden. So, jetzt gucken wir kurz Schröter, der jetzt hier aufpassen muss, dass er den Porsche nicht drauf fährt. Dem Socher. Überrundet ihn jetzt hier quasi, ist auch am 18er Porsche dahinter vorbeigegangen. Oh, was hier passiert? Moritz, da steht noch ein BMW. Gehen wir 20 Sekunden zurück. Das ist der BMW von Schernhammer, glaube ich. Oha. Einmal links, einmal rechts vorbei, oder wie? Ja, McLaren zieht sich da aber zurück. Also der hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Gucken wir mal. Ah, da Honda und da oben der BMW, der hat damit gar nichts zu tun gehabt. Das war nochmal separat ein Vorfall. Ja, der steht jetzt hier verkehrt rum oder stand verkehrt rum in der ersten Schikane. Natürlich mal ein bisschen ungünstig. Hat jetzt auch 6 Positionen verloren. So, Hansel haben wir jetzt hier auf der 24. Ja, ist immer so eine Frage, hat da einer zugezogen, hat einer nicht zurückgezogen, aber ist es sehr, sehr, sehr eng halt da. Ich glaube, da kann man jetzt keinem so die richtige Schuld geben. Ja, richtig spannend ist auf jeden Fall hier am Ende der Top 10. Wir fahren mal beim Herrn Haaf mit. Der hat 2,5 Sekunden nach vorne, bringt hier aber ganz, ganz viele Autos mit. Wir sehen es auf der Karte, das staut sich schon ziemlich. Da vorne die Abstände doch schon etwas größer. Aber hier ist Mittelfeld richtig schön aufgereiht. Was ist jetzt los? Server macht Faxen. Oh, oh, oh. Haben wir noch zwei Autos hier ineinander gesehen. Ah, ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass es am Server liegt.
Hoffen wir, dass das nicht allzu viel Einfluss hier auf die Fahrer hat auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Weggel haben wir hier auf der 11. Position. 0,4 Sekunden dahinter ist der Anwand. So, hat sie es gelegt? Ich hoffe. So, Socha steht in der Box. Was auch immer passiert ist, hat sie auf jeden Fall zurückteleportiert. Ah, sehr, sehr schade. Silverstone hatte ja so ein gutes Rennen und heute läuft gar nichts. Im Hintergrund sehen wir es auch. Hier in der Boxengasse. Wer ist denn gerade in der Box? Machen wir mal so. Ja, sehen auf jeden Fall ein paar Autos. Weiß nicht, ob das vielleicht hier auch mit dem Serverproblem vielleicht zu tun hatte, dass es da zu Unfällen kam. So, hier sehen wir, glaube ich, zwei Teamkollegen. Den Schröter. Ja, Schröter und der Moldenhauer. So, ich weiß gar nicht, ob der Rosse sein Teamkollege hier ist. Bei RLE auf jeden Fall. Nicht, dass ich das verwechsel. So, Jan Hanser wird mir ständig hier mit gelber Flagge angezeigt, aber ist gar nichts los. So, also schauen wir mal. Hier beim Anwand. Beim Halfband wird drauf. Genau, der wird von Guerra gejagt. Und Weggel wird hier von Anwand gejagt. Der jetzt hier außen versucht, vielleicht ein bisschen mehr Schwung durch Yaskari zu nehmen. Deswegen gehen wir mal auf Weggel drauf, in der Hoffnung, dass wir jetzt mal kein Serverproblem dabei haben, sondern vielleicht uns jetzt mal einen schönen Zweikampf angucken können. Denn wir sehen Anwand hier ganz, ganz, ganz dicht dran. Und Weggel hier bleibt schon auf der Innenseite. Gucken, ob er rüber geht. Und ob dann Anwand auf der Innenseite angreift. Muss natürlich dann aufpassen, hier den Audi nicht rauszuschieben, aber kann sich noch nicht daneben setzen. Damit bleibt der Matthias vor dem Danny erstmal. Ah, BMW relativ weit in. Weiß nicht, ob er reinfährt vielleicht sogar. Nee. Einfach nur eine engere Linie mitgenommen. Und geht jetzt hier wieder in den Windschatten rein. Schauen wir mal. Aber der Audi natürlich sehr, sehr stark auf der Geraden. Das heißt, außerhalb des Windschattens könnte es vielleicht ein bisschen problematisch werden. Werden wir da hinten den Bentley sehen, der aus der Box kommt. Der Moritz ist das auf der 28. Also kein Überholmanöver hier momentan. Hier die beiden Teamkollegen, gejagt von Klaus Jäkel und auch von Daniel Hofmann, der da ganz, ganz dicht hinterher fährt. Er ist die gelbe Flagge, genau. So, Half. Nee, keine gelbe Flagge, alles gut. So, wir gehen mal nach vorne. Da verpassen wir, wie gesagt, nichts. Da hat sich wirklich nichts getan. Wir machen mal Position Deltas an. Und da sehen wir, die ersten 5 Positionen sind auch so geblieben. Haya hat eine gewonnen, Lindner 4 gewonnen. Haf ist auch auf seiner geblieben. Also da vorne gerade relativ ruhig. Zumindest mal keine direkten Zweikämpfe. Aber klar, die sind natürlich alle dabei, hier wegzufahren bzw. vorne ranzukommen. Hier schön zu pushen und zu gucken, ob man vielleicht doch nochmal aufs Podium kommt. René Brey auf jeden Fall momentan noch im Podium. Hier der Nissan. Hier sehen wir ihn. Aber wir gehen mal wieder zu den Zweikämpfen rüber. Fahren mal beim Danny Anwand mit, der immer noch den Weggel jagt. Da waren wir eben auch schon mal drauf. Ich hoffe, da sind doch alle dabei jetzt. Ah, ich glaube, Dominik Socher ist nicht mehr dabei, der sich zurück teleportiert hatte. Nur noch 33 Fahrzeuge. So, ah, ganz, ganz kleine Quersteher hier vom Audi. Das heißt, wenn Danny jetzt hier schön aus Gas gehen kann und die Traktion hat, kann er zumindest mal daneben gehen. Wir sehen es. Links ist nämlich der Audi. Ups, da wollte ich hin. Also jetzt ist er schon mal daneben. Mal gucken, ob er ein bisschen Paroli bieten kann. Aber sieht nicht so aus. Wir sehen es hier außerhalb des Windschattens. Muss er schon wieder rübergehen in den Windschatten. Aber wird ihm jetzt nicht so viel bringen. Denke mal nicht, dass er da jetzt auf die letzten Meter nochmal rausziehen wird. Also, ja, der hat gut zu tun da auf jeden Fall, der Junge. Dann haben wir René Moldenhauer, Moldenhauer auf der 16. Ja, schön gepackt ist das hier. Um die Platzierung weiter vorne, weiter hinten. Mal gucken, Hofmann auch gerade ganz, ganz dicht an Pfaffenrod dran. Das ist hier der Porsche, der hier auf der linken Seite ist. Rechts ist noch der 112er BMW. Das ist Christian Sternhammer auf der 30, der sich jetzt hier zurückrunden möchte anscheinend. Muss aber ausweichen, den BMW. Und dann krachte ihm da auf der linken Seite in die Tür rein. Jetzt muss er da gucken, dass er nicht nochmal reinfährt. Dahinter kommt jetzt noch einer an, der 66, der Carsten König. Das ist sein direkter Konkurrent. Nee, ist der Konkurrent von, warte mal. Genau, von Hofmann, so rum. Der Scherenhammer, glaube ich, hat gerade nach vorne und nach hinten Luft, ja. Ja, also schon mal wieder ein paar Sekunden Schaden hier bei den Autos. Ja, wenn der Schaden sich aerodynamisch auswirkt, dann hast du hier echt ein Problem, weil Topspeed braucht man hier auf jeden Fall. Hofmann Jäkel, schauen wir mal kurz, ob wir da ein Überholmanöver verpasst haben.
Ja, Jäger hier auf der Innenseite. Etwas langsamer unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob er einen kleinen Quersteher oder irgendwas hatte. Wird auf jeden Fall von Patrick Schröter überholt. Und Guerra steht hier mit richtig geöffneter Motorhaube auf der Seite. Okay. Weiß nicht, ob es ein Fahrfehler war oder irgendwas mit der Hardware war. Ist er jetzt schon wieder unterwegs. Richtung Box hoffentlich. Da ist er. Ganz, ganz langsam. Ja, der Weg zur Box zum Glück nicht allzu weit hier. Also an der Stelle, von der Stelle ausgerechnet, einmal noch rechts rum. So, und Jürgen Hofmann. Was hat er angestellt? Auch die Ascari wieder. Ah, da ist das Auto aufgesetzt und dann, ui, da ging es mal richtig kräftig in die Wand rein. Ich weiß nicht, war er vor nicht schon mal oder war es ein anderer BMW? Er steht immer noch hier. Also die Ascari hat schon wieder 2, 3 Opfer gefordert. Die ist immer sehr, sehr hungrig, muss man sagen. So, Porsche gegen Audi. Kurvenmonster gegen Geradenmonster, wenn man so möchte. Guck mal ganz vorne, da verpassen wir nichts. Deswegen gehen wir da ein paar Meter nach vorne. Schröter an Moldenhauer vorbeigegangen vor der zweiten Schikane. Gut, Team intern, da wird man sich nicht allzu sehr wehren. Und da ist es auch schon wieder dahin. Und Schröter verliert hier leicht das Auto beim Rausbeschleunigen aus der zweiten Schikane. Und Moldenhauer geht vorbei wieder. Hofmann und Jäkel sind ihm gefolgt. Ah, schade. Und jetzt hat er wahrscheinlich auch noch gut Schaden bekommen. Ja, Motorhaube ist auf jeden Fall auch mal auf. Und ja, in der Box war er noch nicht. Also, das ist schon mal die gute Nachricht. Während die 69 schon eine Stop-and-Go hatte. Ich guck mal kurz, wer war denn die 69? Ist die noch da überhaupt? Ja, ah, hier der Andres Höfer ist das. Der hat sich schon eine SG30 abgeholt. Deswegen auch 8 Positionen nach hinten gefallen. Ja, Ausrufezeichen Hove müsste funktionieren. Da kommst du auf die Webseite. So, gucken wir mal. Der Danny immer noch nicht vorbei am Matthias. Geht jetzt auch schon ein paar Runden so. Sehr, sehr schönes Duell. So, Patrick Schröter, der ja, schleppt sich natürlich jetzt hier irgendwie in die Box. Wo ist er denn? Die Kamera weiß es nicht so genau. Da ist er. Also, der wird jetzt auf jeden Fall in die Box gehen. Carsten König wird hier auch gerade irgendwo mit einer gelben Flagge angezeigt. Wo ist er denn unterwegs? Huch. Gehen wir mal onboard nochmal rein vielleicht. Und hier war es nicht der rechte Körb, der linke. Ups, bisschen zu viel auf dem Gas gewesen hier, der Herr König. Und da geht der BMW leider auch in die Wand rein. Ja, die Ascari, die ist heute echt das Problem, wie man sieht. Ja, kommt trotz Windschatten nicht vorbei. So, wo ist denn der Weggel jetzt hin? Huch, da ist er wieder. Interessant. Einfach mal wieder aufgeploppt. So, Schröter, da ist er in der Box. Ja, wir sehen hier schon einige in der Box gewesen. Ab Platz 24 gleich waren dann alle schon drin. Und das waren, ja, in den seltensten Fällen geplant, schätze ich mal. Wenn ich mir so die Standzeiten angucke, bei den allermeisten musste auf jeden Fall mal was repariert werden. Ja, das ist das interessanteste Duell gerade, was auch schon sehr, sehr lange geht. Viertelstunde haben wir jetzt rum und schon so ein paar Autos, ja, die abgeflogen sind. Vor der ersten Schikane gab es auch schon den einen oder anderen, eine andere kleinere Berührung oder auch schon etwas größere. Aber sonst noch keine großen Unfälle gesehen. Fällt ja auch schon ein bisschen auseinandergezogen, also die Gefahr ist nicht mehr ganz so groß. Aber die Gefahr für Weggel ist relativ groß, dass der Anwand hier irgendwann mal vorbeikommt. Aber jetzt mal gucken, jetzt ist er im Windschatten. Da sollte er mindestens mal dranbleiben. Aber ob er jetzt vorbeikommt, ist die Frage. Obwohl so richtig, ja, dranbleiben ist wohl, aber ranfahren, so Zentimeter für Zentimeter gefühlt. Aber zu spät bremsen ist natürlich auch nicht gut. Oh, er versucht es aber hier. Schauen wir mal kurz, ob das funktioniert. Muss sehr, sehr weit innen anfahren. Das treibt ihn natürlich etwas nach links rüber, aber der Audi spielt hier mit. Und damit hat es jetzt hier den Positionswechsel gegeben. Und einen 19-Platzierten haben wir jetzt hier, der Danny Anwand. Jetzt noch vorbeigekommen. Hat wahrscheinlich ordentlich Zeit gekostet, denn wir sehen hier 4,7 Sekunden zu den nächsten. Der Lambo wird mir an der Schikane immer als gelbe Flagge angezeigt.
Aber alles gut, Leute. Der Michael ist ganz normal unterwegs. Immer noch aus seiner Startposition übrigens. Aber der Peter Lindner, der jetzt gerade ein bisschen zu weit rauskommt, den hat er direkt vor sich. Also da haben wir vielleicht das nächste Duell. Und Alex, danke für dein Prime. So, okay, ich dachte, er wird vielleicht ein bisschen besser rauskommen, dass er dann angreifen kann, aber sieht jetzt gerade nicht so aus. So, siehst du, also ein bisschen mehr als eine Viertelstunde haben wir hinter uns. Und die große Karambolage ist halbwegs ausgeblieben. Guck mal gerade, eine SG30 haben wir, Daniel Paver auch schon jetzt zweimal in der Box. Genauso wie der Remo Kipfer schon zweimal in der Box war. Die beiden, ja, Teamkollegen hier leider doch sehr weit hinten. Jürgen Hofmann steht schon länger in der Box. Weiß nicht, ob er jetzt sich zurückgesetzt hat. Auf jeden Fall jetzt hier auf der letzten Position unterwegs. Und hier Gunkel auch in der Ascari. Ach du meine Güte, zu weit rausgekommen. Ist er noch eingeschlagen. Oh, da hat er nochmal den Gegenpendler bekommen. Da ging es auch nochmal richtig in die Wand rein. Also für ihn heißt es jetzt auch in die Box fahren, war auch noch nicht drin. Also Boxenstopp muss er sowieso noch machen. Wird er dann jetzt etwas früher machen als gedacht wahrscheinlich. Weggel Till, warum ist Till vorbeigekommen? Da schauen wir auch natürlich ins Replay rein. Oder kam... Hat er ihn einfach vorbeigelassen? Oh, der Weggel hat ja auch eine Beschädigung. Scheinbar kann der auch nicht mehr ganz so schnell fahren, sonst wäre Tilda nicht auf der Stadtzielgeraden einfach vorbeigefahren. So, da ist er wieder, Lambo mit der gelben Flagge. Also, hier muss wahrscheinlich auch jemand gleich in die Box fahren. Haben wir nicht gesehen, was da genau passiert ist. Aber Tino Gunkel, der ist jetzt reingefahren. So, das ist der Führende, der kriegt da gar nicht so viel von mit, außer wenn er mal auf die Karte schaut. Der hat sich schon 2,5 Sekunden rausfahren können, hat hier alles ganz gut im Griff, hat auch die schnellste Runde aktuell mit hier bei mir angezeigt mit einer 48,475. Und der Jeff Ewerts, was die schnellste Runde angeht, aber auch die letzte gar nicht so weit auseinander. Können uns gleich mal die letzten drei Runden im Vergleich hier unten anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt überhaupt. Aber da sehen wir... Ja, tut sich nicht so viel. Bisschen Plus, bisschen Minus hier und da mal. Die fahren hier recht konstant hintereinander. Und jetzt müssen wir aber wieder ins Mittelfeld gehen. Denn hier haben wir, ja, den beschädigten Weggel, der, denke ich, gleich abbiegen wird. Verfolgt von Alex Cruz und Moldenhauer. Die werden dann gleich vorbeiziehen. Entweder auf der Strecke oder wenn Weggel dann halt in die Box reinfährt. Und gleich gucken wir dann wieder zu H vorne, der nämlich an Position 7 direkt ran. So, hoffentlich kollidieren die jetzt hier nicht. Weggel auf der Außenseite sollte eigentlich jetzt abbiegen. Oh! Wollte gerade sagen, noch vor dem ersten rüberziehen, das wird aber nicht mehr funktionieren. Da muss man ein bisschen vom Gas gehen. Ah, ging nochmal gut. Er hat nochmal rechts geblinkt, aber hätte trotzdem nicht gepasst natürlich. Ich kann das unten auch ein bisschen größer machen. Das ist ja kein Problem. Immer die alten Leute hier im Stream. Nicht mal richtig gucken können. So, Harper eben ganz, ganz dicht dran an Lindner. 0, irgendwas Sekunden. Jetzt sind es 0,8, 0,7. Also mal sehen, ob er nochmal angreifen kann. Aber eine hübsche Livery, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Ist blau. So. Genau, also der Nissan hier auf der 3 noch, muss man sagen. Dahinter ist der Andersen. Da fahren wir mal mit im McLaren. Ja, mal sehen, ob er ihn sich nochmal schnappen kann. Auf jeden Fall bleibt er mal ganz dicht dran. So, wir probieren es nochmal. Das müssen wir ein bisschen besser lesen können. Aber auch hier sehen wir mal ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus paar Zehntel. Die nehmen sich gar nicht super viel. Aber ein kleiner Fehler und das Ganze kann sich schon ändern. Dennis Pekom mit der neuesten schnellsten Runde. 48,462. Nochmal minimal was rausgeholt. Sehr schön. Unterwegs da vorne. Hat alles im Griff. Könnte also der dritte Sieg im vierten Rennen werden. Ich weiß gar nicht, ob er nächste Saison mitfahren darf, weil so richtig viel Konkurrenz hat er bis jetzt nicht gehabt. Der hat da vorne doch immer seinen Schuh. So, Kleefeld haben wir auf der 5. Ja, kann, glaube ich, mal ein bisschen durchgehen jetzt hier nach den 20 Minuten. Denn
Direkt nebeneinander haben wir gerade keine Autos hier auf der 5 geblieben. Chris Haier von der 7 auf die 6. Hat auch relativ viel Luft nach vorne und nach hinten. Peter Littner wird von Haaf verfolgt. Mehr oder weniger. Hat jetzt wieder ein bisschen abreißen lassen. Ein bisschen über eine Sekunde gerade. Was bei Buchholz los? Hoffe nichts Schlimmes. Dann haben wir Fial Dark auf der 9. Position. Ja, der hat doch ganz gut was gewonnen hier. Der M6, den haben wir heute im Rennen noch gar nicht so viel gesehen. Also können wir mal kurz hier den M6-Anblick genießen. Momentan nach vorne 2 Sekunden, nach hinten 3. Auf jeden Fall, ja, in den Top 10 hat er sich schon mal verfestigen können. Dann haben wir den Danny Anwand. Den haben wir gegen Weggel vorhin gesehen, der bereits hier in der Box war. Ist inzwischen wieder draußen auf der 22. Aber Anwand hier auf seiner 10. Position geblieben. Schauen wir mal kurz hinten. Achso, Hansel in der Box. Den Jerome Eckert haben wir dann hier auf der 11. Position. Auch relativ viel Luft nach vorne, muss man gerade sagen. Insgesamt aber auch 3 Positionen gewonnen. Läuft also doch ganz gut nach hinten, aber nicht so viel Abstand. Dann haben wir den nächsten gelben Wagen, nämlich den M4 von Patrick Till. Der hat leider 3 verloren. Also der ist auf der Mission, hier wieder ein bisschen was gut zu machen und wieder zurück den Weg in die Top 10 zu finden. So, dahinter haben wir das nächste Duell. Das ist nämlich Alex Cruz, den wir hier sehen. Verfolgt von René Moldenhauer. Das ist hier der Aston Martin. Wo ist sein Teamkollege? Der war ja von abgeflogen. Auf der 28 ist er. Ja, der war in der Box, hat wahrscheinlich etwas reparieren müssen. Wie lange war er denn in der Box? Oh ja, sehr lange. Musste richtig gut reparieren. Deswegen schön nach hinten gefallen. So, dann gucken wir mal, ob Moldenhauer angreifen kann. So, hier ist ein Honda, der sich, glaube ich, überrunden lassen muss. Ist gar nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall keine Position. Jetzt gucken wir mal, ob König hier, gut, schon Moldenhauer, sich den Cruz irgendwo schnappen kann. Muss hier sehr weit innen anfahren. Also auch sehr langsam in die Kurve rein. Und auch hier am Ausgang nehmen beide ein bisschen Kies mit. Und damit, ja, kann er jetzt hier nicht wirklich angreifen. Guckt dahinter. Ah, Gunkel ist das. Das ist der Tino Gunkel auf der 23, der Honda dahinter. Der war schon in der Box, deswegen ein bisschen zurückgefallen. Was haben wir hier? Der Kmielecki. Huch, einmal Kurve verpasst hier. Schikane 2, geht's einmal geradeaus. Einmal schön hier über den Wurstkorb rüber. Und dann gucken, dass man sich hier wieder einfädeln kann. Scherenhammer müsste... warte. König müsste... Wo ist er denn? Ah, auf der 20. Müsste auch schon beschädigt sein, anscheinend, ja. Aber geht noch anscheinend pace-technisch. Denn in der Box war auf jeden Fall noch nicht. Aber die Rundenzeiten, ja, nicht so super dolle. 52,5 gefahren, seine schnellste 2 Minuten 9, die letzte. Also kann sein, dass er hier in der letzten Runde irgendwo mal eingeschlagen ist. Wäre auf jeden Fall denkbar bei den Zeiten und dem Schaden, den wir hier sehen. So, jetzt ist der Aston wieder ein bisschen dichter dran. Und da gucken wir mal, ob er ja, den Windschatten schon mal ausnutzen kann. 0,3 Sekunden, das ist nicht super viel. Mal sehen, ob er schon ausschert oder ob er sich darauf konzentriert, jetzt besser aus der Kurve rauszukommen. Nee, konzentriert er sich nicht drauf, weil er die Kurve dann doch recht weit innen angefahren ist. So, dass er jetzt hier ein bisschen zu weit rauskommt. Oder das heißt zu weit, aber sehr weit rauskommt. Und damit erstmal den Alex Cruz ja, nicht so richtig gefährlich werden kann. So, Kmielecki jetzt in die Box reingefahren. Gucken wir mal hier beim Klaus Jäkel auf der 16. Da ging es 9 Positionen nach vorne. Ist natürlich noch nicht Boxenstopp bereinigt. Er selber muss noch. Die ersten 20 müssen alle noch rein. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber so in 5 Minuten dürfte dann ein bisschen was los sein in der Boxengasse. Und Simcam, danke für dein Follow. Gucken wir hier kurz. Na, dann ist dann immer noch auf der 3. Aber Zeit zum Feiern ist natürlich noch lange nicht. Andersen hängt ihm da immer so eine Sekunde dran. So, wer hat sich denn der SG30 geholt? Die 76. Die 76. Das ist der Matthias Weggel. Ach du Scheiße. Erst musste er reparieren und dann wahrscheinlich bei dem Boxenstopp zu schnell gewesen. Nochmal eine SG30 gleich abgeholt. Da muss noch deutlich zu schnell gewesen sein. Ah, das hat natürlich ordentlich zurückgeworfen hier. 11 Positionen insgesamt. Momentan noch in den Punkten auf jeden Fall. Auch wenn es nicht viele sind. Müssten 5 Punkte sein. Irgendwas um den Dreh rum.
Warte, habe ich die Wertung noch da? Nee. Ja, es sind auf jeden Fall nicht viele. Ah, guter Eistee hier. So, Friedrich Pfaffenroth, der von ganz hinten gestartet war, ist gerade in die Box gefahren. Hier sehen wir einen BMW leicht auf Abwägen. Wird hier aber nur überrundet. Und ja, wir schauen mal. Podium. Platz 3 auf jeden Fall noch nicht sicher. Platz 1 und 2, da werden die Abstände größer. Wer sich da keinen Fehler erlaubt, hat da auf jeden Fall mal alles selber in der Hand, hier wieder richtig schön Punkte mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, was für Dennis sich ein bisschen langweilig ist, auf Dauer da vorne immer wegzufahren. Wo ich glaube, er ist doch ganz gut beschäftigt. Wir sind jetzt bald bei einer halben Stunde und 3 Sekunden hat er Vorsprung. Also ist nicht so, dass er da komplett wegfährt, aber sieht so aus, dass er da das gut selber managen kann, auf jeden Fall vorne zu bleiben. Kommt jetzt keiner so dicht dran, dass da wirklich die Position gefährdet wäre. Ja, gefährdet ist sie aber beim Nissan. Immer mal wieder zumindest. An Wand an Dark dran. Da müssen wir gleich auch mal hin zu Platz 8 und 9. Aber erstmal geht's durch die Schikane. Hier durch die Ascari-Schikane. Oh nein! Kommt er wieder auf die Strecke zurück. Jawohl, da kommt keine Wand direkt. Also kann man relativ entspannt in Anführungsstrichen wieder auf die Strecke zurück. Aber Andersen da leider mit einem kleinen Fehler. Deswegen gehen wir noch zum Dark auf die 8. Position. Die sind nämlich gerade auch bei der Anfahrt zur Ascari-Schikane. Und Danny Anwand hängt da direkt hinter. Hat ein bisschen jetzt Schwung verloren hier beim Eingang. Musste da ein bisschen nochmal auf die Bremse gehen. Und guck mal, Gott, Chris Sayer, gelbe Flagge, aber glaube ich schon wieder unterwegs. So, wieder der Lambo mit der gelben Flagge in Schikane 2, wird gerade von Thomas, von wem, wer ist denn der Hund, also Weggel dahinter. Also Buchholz jagt er selber. Hinter sich hat er eigentlich 4 Sekunden. Die 76, das müsste doch der Weggel sein, ne? Ja, genau. Auf der 26 mit der SG30, mit der zweiten in diesem Rennen. Also das ist keine Position hier. Hat natürlich ein bisschen frischere Reifen als die hier vorne. Deswegen kann er hier gerade auch ordentlich angreifen. Wird sich jetzt hier zurückrunden, nehme ich mal nicht an. Okay, sah gerade ein bisschen aus, weil der Lambo so weit ingefahren ist. Aber hält sich hier zurück. Sieht natürlich, dass die beiden da vorne gar nicht so weit auseinander liegen. Ach nee, da war auch schon in der Box der Haaf. Siehste. Das heißt, er wird nochmal ein bisschen nach vorne gespült. So rum ist richtig. Das heißt, den Buchholz muss er gar nicht selber angreifen. Der wird nämlich irgendwann auch rechts abbiegen in die Box und dann ist er ohnehin vorbei. Nächste Position ist gerade in der Box, die wird er gewinnen. Und dann haben wir hier Jäkel und Moldenhauer im Zweikampf. Aston gegen Porsche. Und ja, können beide hier nicht so, oder der Porsche auf jeden Fall nicht so richtig die Linie mitnehmen oder nutzen. Deswegen der Aston Martin deutlich schneller aus der Schikane raus. Und der Lesmo 1 bleibt auf jeden Fall mal auf der Innenseite. Nicht so weit raustragen lassen. Porsche braucht auch ein bisschen Platz. Geht jetzt aber vorbei. Heißt also hier durch, gut durchkommen durch die Kurve und dann zusehen, dass man hier wegkommt vom Porsche. Hier auf der Geraden sollte es jetzt nicht super das Problem sein. So, ein paar Meter davor haben wir Hofmann und Alex Cruz immer noch. Also kein Vorbeikommen. Jetzt laufen ja auch noch so ein bisschen auf Verkehr auf. Ja, kann man natürlich mal Glück haben, dass man da irgendwo mit mehr Schwung dann durch eine Kurve kommt, weil zum Beispiel hier der McLaren irgendwo ausweichen muss oder ein bisschen langsamer machen muss durch den Verkehr. So, hier sehen wir überall auch die blauen Flaggen, die geschwenkt werden. Aber hier gibt es ja mehr als genügend Möglichkeiten vorbeizugehen. Sehr, sehr viele Geraden auf der Strecke. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Aber Hofmann hält sich hier sehr weit in. Ich gehe mal davon aus, dass er in die Box fahren wird. So ist es auch. Also kein Zweikampf an der Stelle. Ja, für Andersen ist auf jeden Fall ein guter Boxenstopp sehr, sehr wichtig. Wenn er Glück hat und der Nissan vielleicht mal ja, nicht den optimalsten Boxenstopp erwischt, könnte er vorbeiziehen. Oder, ja, sonst muss er gucken, dass er nach dem Boxenstopp vorbeikommt. Aber momentan fährt er eher hinterher. Ich weiß nicht, ob er nicht angreifen kann, nicht will. Vielleicht hebt er sich das ja auch nochmal für später auf, wer weiß. So, Ewerts kommt gerade aus der Box raus. Hier auch die weiße Linie muss beachtet werden.
auf der 11. Position. Hat ja nicht wirklich viel Verkehr. Also nächste Position ist hier 17 Sekunden weg. Aber die müssen, wie gesagt, noch alle in die Box. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir das tatsächlich sehen, jetzt wer wo, wie nah dran ist. Ja. Ist er hier aber auch doch sehr nah dran, wenn wir schon beim Thema wären. Oh, jetzt fährt der Nissan rein, nehme ich an. Und Daniel Andersen direkt hinterher. Nochmal ein bisschen anbremsen hier, was gut machen. Ja, hat vielleicht nochmal ein paar Zehntel gewonnen. Also, da wird es sich gleich entscheiden. Also, Brei vor Andersen momentan. Daran, das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Nissan hat anscheinend hier relativ früh schon seinen Platz. Ja, da schon. Der McLaren steht deutlich weiter vorne. Ja, ordentlich Betrieb hier gerade, wir sehen es. Auch links im Tower, Preco ist nämlich drin. Andersen Brei haben wir gerade gesehen. Damit haben wir Nick Kleefeld. Ja, tatsächlich mal einen Lamborghini auf der ersten Position. Auch wenn es natürlich nur für den Moment ist. Aber auf der 1 ist auf der 1 aktuell. Mal sehen, wann er reinfährt. Chris Hayer haben wir auf der 2. Jeder McLaren mit der 38 für Jota unterwegs. Guck mal kurz, ob wir woanders noch gerade was verpassen. Schröter verliert gerade gegen Pfaffenbrot und Weggel. Da schauen wir doch mal kurz zurück. Hat sich hier offenbar gedreht. Lesmo 2 ist das. Hoffen wir, dass er sich zumindest mal nicht allzu sehr Schaden geholt hat. Optisch sieht es auf jeden Fall nicht so schlimm aus. Aber muss ja auch den BMW von die 74 vorbeilassen. Ist keine Position. Daniel Pay ist das auf der 31, der sich hier also zurückgerundet hat am Honda. So, und wir schauen. Oh, da hat der Nissan sogar ein bisschen was gut machen können. Andersen ist nämlich hier hinter. Der hat jetzt doch 1, 2, 3 Sekunden mehr Abstand als eben. Ist also, ja, nicht so vonstatten gegangen, wie er sich vielleicht hätte gewünscht, dass er in der Box vorbeigeht. Also, bleibt ihm nichts anderes übrig, als hier auf der Strecke auf die dritte Position zu fahren. Hat ja noch 27 Minuten Zeit. So, Precoa. Da hat, glaube ich, auch alles ganz gut funktioniert. Ja, noch auf der 4, aber Boxenstopp bereinigt auf der 1. Everts ist 4 Sekunden dahinter. Abstand halbwegs gleich geblieben. Und dahinter die beiden, die wir gerade gesehen haben. Was sagt der Abstand jetzt hier? Ja, 4 Sekunden. Also von den 0, ein bisschen was Sekunden auf 4. Ja, stand auch ein bisschen länger. Also mal sehen, ob er sich wieder ranfahren kann. Vor sich hat er gerade den Porsche von dem Thomas Schkefert auf der 21, der jetzt hier rechts rüber fährt, auf die Bremse geht, um den McLaren vorbeizulassen zur Überrundung. Ja, da fehlen gar nicht mehr viele, ne? Die ersten drei müssen nur noch rein. Beziehungsweise nur noch Klaus Jäkel. Die ersten beiden sind nämlich gerade in der Box. Sehr schön, dann können wir uns gleich mal können wir eigentlich jetzt schon mal ein bisschen gucken, wo sich was anbahnen könnte. Also da, wo wir gerade draußen sind, Anwand, Dark, Eckert, alle so 2 Sekunden auseinander. Die sehen sich zumindest schon mal. Gut, auf der Strecke ist das nicht so schwer, geht viel geradeaus. Da kannst du sehr, sehr weit gucken. Aber vielleicht tut sich da ja nochmal was. Und ein paar Meter dahinter, gerade Einfahrt Lesmo 1, haben wir Till und Hofmann. 13, 14. Ja, Till hat 4 Positionen verloren. Im Moment. Hofmann hat 5 gewonnen. Also einer von hinten nach vorne, der andere von weiter vorne nach hinten. So, jetzt sind alle in der Box. Damit können wir die Boxenstopps ausblenden. Das heißt, wenn die anderen drei, die gerade drin sind, rausfahren, wissen wir wieder, wer wo unterwegs ist. Und Schröter überholt Buchholz. Was ist denn da passiert? Porsche hier etwas langsam unterwegs. Weiß nicht genau warum. Schröter auf jeden Fall hier, der Honda geht jetzt hier vorbei. Ja, 6 Positionen leider verloren. Hatte ja schon leider einen Dreher. Sonst wäre er deutlich weiter vorne gewesen. So, Pfaffenrot. Ja, genau, den Wolfsköpf besser nicht mitnehmen. Im Porsche schon gar nicht. Ist, glaube ich, auch schon leicht beschädigt, offenbar. Wenn es dann noch aktuell ist, natürlich. Weiß ich nicht genau. Weil letzten Boxenstopp, seinen ersten und bisher einzigen, stand da auch etwas länger. Kann auch sein, dass das Auto heil ist. So, Jäkel kommt jetzt auch aus der Box, der Teamkollege. Damit ist nur noch einer gerade in der Box. Das ist der Carsten König, der gerade reinkommt. Okay. So, müsste jetzt aber soweit Boxenstopp bereinigt sein. Und ja, wir gehen zu Hofmann und Till. Das ist das engste Duell gerade auf der Strecke. Ansonsten haben wir ja doch schon relativ gut aufgefächertes Feld. Wir sehen es auf der Karte. So richtig Riesenlücken haben wir selten auf der Strecke. Lesmo 1, 2, da ist es noch halbwegs dicht zusammen. Aber sonst
haben sich schon ein bisschen auseinandergezogen. Oh, Eckert und Buchholz stehen hier gerade Desmo 1, ja. Was ist da passiert? Oh, da der Porsche. Ich weiß, habe nicht gesehen, was passiert ist. Auf jeden Fall, der Audi hatte da keine große Chance vorbeizugehen. Hat den Porsche auch viel zu spät gesehen. Und der stand ja schon 90 Grad zur Strecke. Da hast du nicht mehr viel Platz, um da vorbeizugehen. Jerome Eckert jetzt leider auch wieder mit einem beschädigten Fahrzeug unterwegs. Sehr, sehr schade. Eine Position, ja, hat er insgesamt gut machen können. Und nächsten waren, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ja, direkt dahinter haben wir nämlich den Daniel Hofmann, der 7 gewonnen hat. Und da wir jetzt die Boxenstopp soweit durch haben, mal wieder die Position Deltas. Und da sehen wir immer noch die ersten 5. Da tut sich nicht viel. Ja, 3 und 4, 3,6, 3,3. Andersen scheint aufzuholen auf René Brey. Können wir uns gleich mal die letzten 3 Runden dann anschauen. Kommen ja gerade relativ frisch aus der Box. Müssen wir noch mal ein bisschen gucken, bis wir dann noch 3 gezeitete reguläre Runden haben. Ja, Cruz, Jekyll, 14, 15 haben zweistellig gewonnen. Die sind sehr, sehr gut unterwegs. Ansonsten haben wir vorne eigentlich nur Patrick Till, der ein bisschen verloren hat. So, Pfaffenroth macht hier ganz langsam, lässt sie alle vorbei. Ja, gehen wir zu Alex Cruz mal kurz. So, ein Auto haben wir mindestens schon verloren. Ich schau mal gerade, ist immer noch einer. Jürgen Hofmann, ja, der hat, glaube ich, abgestellt. Darf, kann, will nicht mehr weiterfahren. Damit ist Remo Kipfer hier der Mann auf der letzten Position. Ja, 10 Positionen verloren. Der hat sich auch ein bisschen mehr erhofft. Von der 22 dementsprechend gestartet. Könnte das Ziel gewesen sein, in die Top 20, Top 15 vielleicht zu fahren. Und wir haben in der letzten Kurve einen Bentley, der sich gerade zurückgesetzt hat. Wir gehen nochmal in die Wiederholung rein. Das war auf jeden Fall kein Fahrfehler. Da muss irgendwas anderes das Problem sein. Ball fährt hier auf die Seite und direkt in die Box rein. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Postbote hat wahrscheinlich nicht geklingelt. Bisschen spät dafür. Aber damit, ja, wahrscheinlich auch keine Punkte für ihn heute. Ups. So, da wollte ich hin. So, leichte Bewölkung, 30 Grad Strecke, ein Tickchen kühler geworden. Mag sein, dass man hier vielleicht mal einen Klick mehr draufgepackt hat für die Reifen, wenn man sie denn gewechselt hat. Haben aber alle, glaube ich. Und deswegen gucken wir mal, ob Hofmann, ja, den Till sich da vorne schnappen kann. Eckert Cruz sind aber auch gerade ganz dicht hintereinander. Das sind 3 Sekunden dahinter, nämlich die beiden. Hier links der Audi. Ach ja, der war, hat ja eine Beschädigung, deswegen wird er hier, ja, relativ einfach überholt werden von ein oder anderen, der sich da nähert. Also Cruz jetzt hier auf der 13. Position unterwegs. Ja, 14 Positionen insgesamt. Sehr, sehr starkes Rennen von der 27. Also, ja, nicht ganz hinten, aber schon sehr weit hinten geht es hier in die Top 15 für ihn. Mal sehen, was da noch so geht, weil, ja, 3 Sekunden zwar zu Hofmann, aber wenn er Glück hat, ist er ja gleich mit Patrick Till beschäftigt. Gehen wir mal kurz drauf. Hier, die beiden. Und dann nehmen die sich natürlich gegenseitig die Zeit und er selber kann umso schneller ranfahren. Wäre natürlich sehr wünschenswert, weil wir sehen es vorne. 5 Sekunden, da die Abstände auch Andersen, obwohl Andersen aufholen kann auf Brey auf den Nissan. 2,9 Sekunden nur noch. Da gucken wir mal, ob wir jetzt schon mal hier ein paar Daten haben. Ja, vor 3 Runden hat er 2,6 Sekunden anscheinend aufgeholt. Die letzten beiden wieder ein bisschen verloren. Ah ja, jetzt hat es sich wieder aktualisiert. Ja, aber kommt näher und näher. Zwar eine zähe Sache, aber vielleicht kriegen wir nochmal einen kleinen Showdown am Ende. So, gehen wir hin. Gucken mal kurz. Hier im Mittelfeld bahnt sich ja hier und da was an. Wir müssen mal ein bisschen gucken jetzt. Nach den Boxenstopps, wenn die Reifen alle schön auf Temperatur sind und auf Druck, wer jetzt hier wem noch ein bisschen Paroli bieten kann. Ja, 20 Minuten haben wir noch. 40 haben wir so schon hinter uns. So schnell kann es gehen. Ja, Jerome Eckert wird nicht mehr viel reißen können. Aber scheinbar kann man hier noch weiterfahren. Vielleicht ein bisschen Topspeed-Verlust. Lenkung scheint hier noch ganz gut zu funktionieren. Weil wenn die komplett schief hängen würde, wäre er sicherlich reingefahren. Ja, bis jetzt haben wir 2 SG30s, keine DT.
aber zwei SG-30s. Ansonsten alle bis jetzt, ja, sich keine Strafen ACC-seitig jedenfalls geholt. So, fünfte Mal, dass ich drauf reinfalle, aber wir können uns davon überzeugen, dass es dem Lamborghini hier gut geht, sogar ziemlich gut. Von der 8 auf der 8, 3 Sekunden nach vorne, 9 nach hinten. Und ja, für Michael Haaf heißt es hier, glaube ich, eher nur noch zu Ende fahren. So, jetzt haben wir hier aber tatsächlich eine gelbe Flagge. Der 112er BMW von Schernhammer steht hier, berührt sich hier mit dem Audi von Guerra. Ist das, glaube ich, auf der 26. Er kann relativ zügig weiterfahren. Er selber, ja, kann jetzt hier auch weiterfahren. Hat, ja, gut Zeit verloren, bisschen Schaden davon getragen. Hier geht es noch um die letzten Punkte, die man mitnehmen kann. Gucken wir kurz bei Carsten König. Ja, der war schon zweimal in der Box, war aber keine Strafe dabei. Also der musste anscheinend auch irgendwo mal reparieren. Lässt hier gerade den 21er durch. Das ist der Daniel Hofmann auf der 12. Ja, der hat auch ein großes Interesse dran. Wenn wir mal raufgehen, sehen wir, der ist ja noch am Patrick Till halbwegs dran. 1,5 Sekunden jetzt gerade mal weg. Dürfte aber auch der Überrundung geschuldet sein. Guckt aber natürlich, oder hat das Interesse da. Oh, wer schlägt denn da hinten richtig hart ein? Das ist der Carsten König. Eieiei, einmal links, einmal rechts komplett rein. Oh, weia. Gucken wir mal, wie ist es genau passiert. Eingang ging. Wahrscheinlich der linke innere Curb nehme ich fast mal an. Nee, ging noch. Nee, am Ausgang. Aber sah gar nicht so wild eigentlich aus am Ausgang. Aber irgendwie hat es ihm da das Heck weggezogen. Ja, Konsequenzen sehen wir hier. Doch gar nicht mal unerheblich. Wir sehen es, er fährt hier rechts auf der Wiese leider. Kann auch sein, dass hier die Lenkung schief ist. Ich weiß nicht, ob wir es in der Cockpit sehen. Ja, komplett schief einfach mal. Hoffentlich schafft das überhaupt in die Box rein. Aber rechts rum geht anscheinend noch. Ah, sehr, sehr schade. Ich meine, gut, er war trotzdem zwar nur von 130 gestartet. Also positionstechnisch ändert das jetzt nur wenig. Aber klar, du willst natürlich das Rennen hier möglichst gut zu Ende fahren. Jetzt geht es hier irgendwie noch in die Box rein. Ja, also nach links geht offenbar nicht mehr so gut. Nach rechts geht es sehr gut. Besser als ihm lieb ist. Ja, schade, wie gesagt. Jetzt gucken wir mal, was sich hier vielleicht im Mittelfeld tut. Hoftill 1,5 Sekunden, aber im Moldenhauer Jekyll haben wir hier. Hier der Aston Martin zwischen den beiden Soapbox Porsche eingeklemmt. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Wobei nur der hintere eine direkte Position ist. Ja, Jerome Eckert hier unten. Da ist er. Der Audi, der beschädigt ist, der dürfte aber auch eingeholt werden hier von den beiden. Jetzt geht es erstmal hoffentlich am Porsche hier vorbei zum Überrunden. Der bleibt hier auf der Innenseite. Nimmt ein bisschen Tempo raus. Der Teamkollege kann auch noch durch. Wunderbar. Ja, Timo erklärt uns das Ganze mal, wie das hier an der Stelle funktioniert. Ja, sehen wir. Also, wie gesagt, sah gar nicht so wild eigentlich aus, aber die Konsequenzen waren doch recht groß, leider. So, die beiden werden jetzt gleich erstmal an Jerome Eckert vorbeiziehen. Mal gucken, ob es nächste Runde schon soweit ist. 1,7 Sekunden hat man noch Rückstand, aber man wird hier deutlich schneller fahren können, sofern man keinen Schaden hat. Aber sieht bei den beiden Autos noch alles sehr gut aus. Außer natürlich, der Porsche greift vorher an. Natürlich eine interessante Sache. So, Hofmann muss von Till auch leicht abreißen lassen. 11,12 ist das, 1,8 Sekunden. Ich schaue mal gerade bei Andersen vorne. 2,3 Sekunden an René Brey. Ja. Ganz, ganz allmählich kommt da, wenn überhaupt, nur ran. Nach dem Boxenstopp waren es ja 4, also hat es schon fast 2 Sekunden zufahren können, während da hinten der Buchholz ja, einmal in die Wand fährt. Ja, also viel Blechschäden auch heute, aber am allermeisten war der Grund dafür, dass man ja selber das Auto weggeschmissen hat, muss man sagen. Kollision haben wir auch ein paar gesehen, aber keine großen Karambolagen zum Glück. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Erste Stunde bei Timo ist übrigens gratis, dann nach 50 Euro die Stunde. Guter Angebot. So, Viertelstunde noch.
Boxenstoppfenster haben wir offiziell auch, aber das geht nach einer Minute auf und eine Minute vorher zu. Also eigentlich kann man fast in die Box, wenn man will, halt nur nicht in der Box ins Ziel fahren. Aber waren ja schon alle drin. Von daher kann man das auch gut vernachlässigen hier. Ja, der Aston kann sich doch so ein bisschen jetzt gerade absetzen, wie es aussieht vom Jekyll, vom Porsche dahinter. Sehr gut für ihn, dann kann er nämlich hier gleich schön problemlos hoffentlich am Audi vorbeigehen. Wo ich mal behaupte, dass der Jerome sich jetzt nicht mit allem wehrt, was er hat. Weil, ich glaube, in 14 Minuten kann er den nicht zurückhalten mit dem Schaden. Gruppenrabatte beim Thema Massencrash. Ja, sehr gut, sehr gut. So, 9-10 haben wir eine Sekunde Abstand. Da müssen wir auch mal im Blick behalten, ob das da kleiner oder größer wird. Kleiner wäre natürlich ein bisschen schöner. So, Kimilecki und Schröter haben kurze... heißt das? Kollisionsanzeige gehabt. Wahrscheinlich nichts Wildes gewesen zu sein. So, kommen wir kurz nach vorne. Ja, 6,5 Sekunden schon. 48 irgendwas. 4, glaube ich, war die schnellste Runde von Dennis Precourt. Jeff Ewerts haben wir auf der zweiten Position. Da passiert nicht viel, also vorne war es heute nicht super spannend. Hier könnte nochmal was gehen, wie gesagt. Der Nissan auf der 3 und der McLaren holt so allmählich auf, aber ja, sieht es knapp aus, dass er da nochmal rankommt oder vorbeikommt zumindest. Er war ja schon mal dicht dran, aber hat es noch nicht aufs Podium geschafft. Und Weggel hat sich gerade den Gefährt geschnappt, hier in der letzten Kurve. Jawohl, hier schön daneben gesetzt, neben den Porsche und auf der Innenseite. Kann er vorbeiziehen, der Matthias Weggel. Leider ja auch schon mit einer Strafe unterwegs gewesen. Ne, LSG30 war das, so rum. Ja, aber immer noch auf der 20. 4 Positionsverluste insgesamt. So, Aston weiter weggefahren vom Porsche dahinter. Dafür näher dran am Audi. Hat er jetzt auch schon ein bisschen Windschatten. Wird auf jeden Fall ein sehr ungleiches Duell sein. Aber, ja, trotzdem das Spannendste gerade auf der Strecke. Hier reizt es auf jeden Fall noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, im Laufe der Runde sollte er nochmal ansetzen und vorbeikommen. Gehen wir vielleicht drauf auf den Heckflügel hier von Jerome. So, Favorit Guerra gerade hinten, wollte ich sagen. Gab es auch gerade einen Positionswechsel, auch letzte Kurve. Gucken wir mal kurz rein. Waffenrot hier ein bisschen zu weit rausgekommen. Und zack, auf der Innenseite kannst du vorbeischießen. Der Audi geht damit auf Position 24. Ja, wird auch nicht wirklich happy sein mit dem Rennen. 12 Positionen hat er ja verloren. Also, da hat er sich auch deutlich mehr erhofft. Hat ordentlich was an Punkten liegen lassen müssen heute. So, hier sehen wir, vor Lesmo 1 sind die Schilder auch schon mal weggefahren. Macht aber nichts, das ist ein schöner Strich, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Dass man, ja, kurz dahinter, glaube ich, ja, bremst. Das ist nicht so das Problem. Ja, aber der Eckert hat ein kleines Problem. Nicht nur, dass sein Auto kaputt ist, auch, dass von hinten jetzt einer drückt. Und er weiß selber, das wird sehr, sehr schwierig, das auch halten zu können. Also ich denke mal, wenn der Aston Martin erstmal daneben ist, mit der Nase leicht vorne, wird vom Auto nicht mehr viel kommen. Jetzt könnte es sogar da weit, so weit sein. Schon direkt im Windschatten dran, hier auf der letzten Geraden Richtung Parabolica. Da haben wir es gerade gesehen, der Aston Martin geht auf die Innenseite. Da vorne ist der Honda, der Teamkollege vom Moldenhauer. Und hier auf der Innenseite geht es auch vorbei, ohne große Gegenwehr. Und Jerome Eckert geht jetzt hier, ja, solange er noch kann, zumindest in den Windschatten. Wird aber hier Position 15 maximal noch holen. Behaupte mal fast, dass der Porsche vielleicht noch vorbeikommt. Weiß nicht, ob er schneller kann, wahrscheinlich ja. Aber dahinter hat man nochmal 13 Sekunden Abstand zum Jan Hansel auf der 17. Das könnte vielleicht dann reichen, um dann, ja, am Ende Position 15 oder 16 zu werden. Ist natürlich trotzdem sehr enttäuschend für ihn, weil er konnte ja nichts dafür. War ja da in der Lesmo, in den, was war das? Porsche, glaube ich, reingefahren, der Querstand. So, oh, Rudi Geis wird auch nicht mehr froh. Der ist hier in Lesmo 2 nämlich rausgeflogen. Uiuiui. BMW ordentlich knapp vorbeigegangen. Ja, wir sehen es hier. Motorhaube auch auf. Mal sehen, ob er hier die letzten 10 Minuten zu Ende fahren kann. Könnte auch nochmal vom einen oder anderen gestopft werden. Matthias Weggel auf der 20 dahinter ist 12 Sekunden weg.
Also vielleicht kommt er nochmal, ja, vorbei, wenn der Aston in die Box fährt sowieso, aber vielleicht auch so auf der Strecke. So, Porsche jetzt auch vorbei an Eckert. Ging dann doch recht zügig, war eigentlich noch 2 Sekunden weg. Aber damit auf der 16, wie gesagt, und nach hinten hat er jetzt gute 12 Sekunden Vorsprung. Ja, mal sehen, kann er sich, keine Ahnung, 1,5 Sekunden pro Runde erlauben, die er da verlieren kann, dass der Jerome auf der 16 bleibt. So, Andersen. Unter 2 Sekunden jetzt dran. Langsam aber kontinuierlich kommt er ans Podium. Ich glaube, wenn es nach ihm ginge, könnte das Rennen nochmal 1/2 Stunde länger gehen. Weil dann hätte er nochmal eine bessere Chance vorbeizugehen. Was war Nick Kleefeld los? Nix. Meine Einschätzung ist, wenn Brey keinen Fahrfehler macht, dann sollte das reichen. So, Hofmann Till. Ja, hab schon auch wieder kleiner geworden. Vorhin war der schon mal 1,5 Sekunden. Jetzt sind wir hier wieder bei 0,7 Sekunden ungefähr. 1 Sekunde wird jetzt angezeigt. Also hier knapp hinter den Top 10 könnte es auch nochmal einen Positionstausch geben. Die Top 10 selber, ja, sind 14 Sekunden weg. Da wird auch nicht mehr viel gehen. Aus eigener Kraft wohlgemerkt. Und wir haben ja 31 Autos noch aktiv auf der Strecke. Jürgen Hofmann steht doch in der Box. 2 Autos sind, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Server. Also haben wir gute 10% heute verloren. Haben wir schon schlimmer gesehen, aber ich denke, für die Strecke ist das eine ganz gute Quote. Aber die meisten fahren hier ja auch recht regelmäßig miteinander. Von daher kennt man sich auch und ja, gibt hier Acht aufeinander, weil sonst gibt es im Discord danach ein bisschen Mecker. Da wird sich ja mal dann ganz fleißig nochmal unterhalten. So, Pfaffenroth hat hier gerade den Höfer überholt anscheinend, der jetzt aber gerade nochmal wieder rauszieht. Und hier natürlich den Topspeed gegenüber dem Porsche ausnutzen kann. Und ja, bleibt auf der 25. Der Porsche fährt mal geradeaus. Hat der BMW auch gut aufgepasst. Dürfte jetzt die Position aber wieder bekommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Jawohl. So, Favro muss jetzt noch hier den Lambo vorbeilassen. Müsste der Haf sein. Ne, Haf hat die 86. Kleefeld war das. Da. So, hier wird sich ja auch einig. Der M6 geht hier gerade vorbei. Die, was war da? 147, glaube ich. Sieben oder 47 natürlich. Ja, auf der 10. Position. Ein M6. Ha, der Hofmann, der schnuppert und schnuppert und schnuppert hier an Position 11, aber kommt nicht so richtig zum Zuge. Auch ein bisschen immer wieder Verkehr. Bleibt natürlich nicht aus, wir sind bald 1 Stunde unterwegs. Aber, ja, Position 11 wäre noch sein Ziel. Nach hinten hat er auf jeden Fall ein bisschen Puffer. Ich glaube, Patrick Till, der ja, hat das gleiche Problem natürlich, dass er hier in den Verkehr kommt und guckt, dass er hier irgendwie möglichst schnell vorbeikommt. Jetzt wird er ein bisschen aufgehalten, glaube ich. Denke mal, dass Hofmann ein bisschen mehr Schwung aus der Lesmo 1 rausnehmen kann. Jetzt vielleicht auch durch Lesmo 2. Denn jetzt so ein bisschen Luft nach vorne zum BMW. Und dementsprechend kann er hier schön aufs Gas gehen. Der BMW selber muss leicht aufpassen. Wir gucken mal kurz nach hinten. Und da sehen wir es nämlich. 0,4 Sekunden. Das hat jetzt also dem Audi doch ganz gut geholfen, muss man sagen. So, beide können ja wieder auf die Rennlinie zurück, damit, ja, schön von außen die Ascari anfahren. So, hoffentlich trifft jetzt hier keiner den Curb irgendwie ungünstig. Sieht sehr gut aus. So, BMW gegen Audi auf der Geraden, während Gefährt auf der 22 Grad die Position verloren hat. Also, vielleicht kriegt er jetzt seine Chance. 5 Minuten hat er noch Zeit. Ist nicht mehr so viel. 4 Runden sowas, behaupte ich mal. Müssten das noch sein. 3 oder 4. Also langsam muss er zusehen. Ich glaube, viel näher als jetzt wird er nicht mehr rankommen. Wenn er jetzt einmal wieder abreißen lassen muss, natürlich. Aber hier geht es nochmal spannend zur Sache. Davor, oh, Andersen muss auch irgendwas gewesen sein. 3 Sekunden zum Nissan. Sei es Fahrfehler, sei es Verkehr. Aber da sieht es jetzt auch, ja, nicht mehr so rosig aus für einen Podiumsplatz für den Daniel. Damit bleiben wir einfach mal hier auf der 11 und 12.
So, 26, 27 hat gerade getauscht. Wir bleiben aber mal hier kurz. Denn das Duell geht ja an sich schon sehr, sehr lange, auch wenn sie nicht direkt nebeneinander oder hintereinander waren. Aber immer doch 1, 2, 3 Sekunden nur hintereinander. Also, vielleicht tut sich ja was. Patatil hat auf jeden Fall gut zu tun. Ah, Lesmo 1. Ja, Ausgang kann er sehr gut Geschwindigkeit mitnehmen. Aber wichtig ist Lesmo 2, denn da kommt eine sehr, sehr lange Gerade dahinter. Ah, guck mal ganz kurz bei Schröter zurück. Der hat, glaube ich, gerade eine Position gewonnen. Oh ja, hier der Porsche Gefahrt müsste das sein. 85er. Genau, der hatte hier offenbar kleine Probleme in der zweiten Schikane. Und damit Patrick Schröter auf die 22 wieder gegangen. Ja, wird ihn auch nur wenig trösten, vermute ich mal. Und Daniel Pay, nee, keine gelbe Flagge. Alles gut. Wir gehen wieder zurück zum Duell und sehen, da hat sich nichts getan. Machen wir mal Perspektivwechsel. So, Führende ist gerade Richtung Ascari unterwegs. Müssten dann also noch zwei Runden gleich sein. Sprich für die beiden, ja, sind es noch drei jetzt. Los, Nissan. Ah, ich glaube, der Nissan ist relativ safe. Also ohne Fehler 3,5 Sekunden holt man in 3 Minuten nicht auf. Der hat ja schon fast 25 Minuten gebraucht, um da 2 Sekunden zuzufahren, der Andersen. Also, ich denke mal, auf den ersten Positionen da vorne ja, hat sich am Ende dann gar nichts getan. Wenn wir noch Position Deltas uns reinziehen, tatsächlich die ersten 8 fast mit Ausnahme von Platz 6. Alles gleich geblieben tatsächlich. Alex Cruz, einer der ganz, ganz großen Gewinner mit 14 Positionen auf der 13. Position liegend. Oh, hier kam der Audi jetzt wieder deutlich besser raus. Ja, wir sehen auch schon, der Till bleibt hier etwas weiter innen. Also das wird doch mal eine richtig spannende Sache. Könnte ja das letzte Duell werden hier im Rennen heute. Denn alle anderen sind ja deutlich über 2 Sekunden auseinander. Und Braum, danke für dein Follow. Nissan ist der Publikumsmagnet, ja, absolut. So, der M6 ist auf der 10, ne? Ja, direkt davor. Gerade dabei auch irgendeinen zu überrunden. So, Eckert auf der 16, Jan Hansel 5 Sekunden nochmal dran. Ja, sollte aber reichen, auch für Eckert mit seinem beschädigten Audi hier ins Ziel zu kommen auf der 16. So, 2 Runden nur noch. Der Führende wird hier, ja, gerade Ascari, wird dann gleich in die letzte Runde gehen. Hier die letzten Meter einläuten, werden wir sehen, dass Kimlecki an Rudi Geis vorbeigeht, dürfte aber auch seinem Schaden geschuldet sein. Der ist also nicht nochmal extra reingefahren, versucht hier irgendwie die Schüssel ins Ziel zu bringen. Jetzt eine Position insgesamt nach hinten gefallen. Der Essen sieht jetzt ein bisschen kürzer aus. So, aber das hier nochmal sehr, sehr vielversprechend. 6, 7, 1,3 Sekunden. Vielleicht geht da ja nochmal was. So, der Dennis ist jetzt in die letzte Runde rein. Der wird sich hier doch den Sieg holen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber wer holt sich jetzt nochmal Position 11? Also wir sehen auf jeden Fall, dass Hofmann hier mindestens mithalten kann, wenn nicht sogar schneller. Wobei die schnellsten Runden sich nicht wirklich weit auseinander liegen. Oh, wer hat sich denn der SG30 nochmal abgeholt? Die Nummer 66. Ah, der Carsten König, das war der BMW, der auch schon, glaube ich, mal eingeplankt war. Auf der 31. Position liegt er gerade. Hat sich noch eine SG30 geholt. Ja, DTs haben wir gar keine, dafür 3 SG30s. Also wenn, dann komplett mal Zeit verlieren. Ja, Boxengasse, ja, nicht super lang hier, aber 30 Sekunden stehen tut natürlich super weh. Was ist bei Kimlecki los? Ach du Scheiße, was steht er denn hier rum? Kurz vor Ende. Mit dem McLaren. Ja, sehr viel Körb mitgenommen. Eingang ging aber. Und am Ausgang kommt er zu weit raus und ist da vielleicht in die Wand rein. Oh nein.
Oh nein, da trifft er noch. Wen trifft er? Das müsste Höfer sein. Der knallt da mal richtig schön in den Höfer rein. Auf der 27 liegt der zwar in Anführungsstrichen, nur aber da konnte er auch nicht mehr viel machen. So, Schröter geht auch nochmal am Geist vorbei. Und wir müssen aber jetzt zum Führenden gehen. Moin Uwe. Denn da kommt der Dennis Brekur gerade um die letzte Kurve. Ja, wieder mal ein entspannter Donnerstagabend für ihn, würde ich mal sagen. 8 Sekunden hat er insgesamt rausfahren können. Glückwunsch, wird damit auf jeden Fall auf der 1 in der Gesamtwertung bleiben. Dritter Sieg im vierten Rennen. Jan Evertz wird nochmal richtig was gut machen in der Gesamtwertung. Auch kein spektakuläres Rennen, aber ein sehr fruchtbares. René Brey, ja, war zwischenzeitlich mal ein bisschen unter Druck, aber am Ende dann Position 3 geworden. Daniel Andersen dann doch nicht mehr rangekommen. Was haben wir hier hinten noch? Oh nein, Hofmann und Till, die sind nochmal kollidiert. Hier sehen wir den Audi auf der Innenseite, der BMW außen, Lesmo 1 müsste das sein. Nochmal kollidiert und Hofmann jetzt tatsächlich vorbeigekommen an Till. Ob das sauber war, können wir jetzt nicht mehr ganz beurteilen, haben den Tathergang nicht gesehen. Aber wir sehen im Ergebnis, dass er jetzt hier auf der 7. fährt und Hofmann auf der 11. und, nee, wo ist er? Ah, er hat gewartet. Ah, siehste. Da sei jetzt Till auf der 11, Hofmann auf der 12. Ah, schade. Aber da ist es nochmal ein bisschen eskaliert. Wo waren wir stehen geblieben? Platz 5, Kleefeld haben wir hier. Peter Lindner auf der 6, Chris Haier auf der 7. Alles hat sich, da hat sich alles nichts getan vom Start aus. Danny Anwand nochmal auf die 9 vor. Dann der M6 hier von Fjall Dark. 3 Positionen gewonnen, auf die 10 in die Top 10 gefahren. Sehr gut. Patrick Till Hofmann haben wir gerade gesehen. Alex Cruz hier, ja, der die meisten Positionen gewonnen hat. 14 Stück an der Zahl. Also fast die Hälfte des Feldes nochmal hinter sich gelassen. Kommt hier auf der 13 ins Ziel. Moldenhauer nochmal direkt dahinter. Chris Jäkel auch mit 10 Positionsgewinnen. Auch ein starkes Rennen, würde ich mal behaupten, auf der 15. Jerome Eckert rettet sich auf der 16 nochmal ganz, ganz knapp hier von Jan Hansel. Eine Runde hätte er nochmal gebraucht, dann wäre er vorbeigekommen. Tino Gunkel haben wir auf der 18, Matthias Weckel auf der 19, Patrick Schröter auf der 20, auch schon im Ziel, Rudi Geis mit dem verkürzten Aston Martin. Dann auf der 22, Kmielecki, Gefährt haben wir dann auf der 23, 24, Guerra, Sternhammer 25, Pfaffenrod 26, danach haben wir Höfer schon in der Box, Daniel Pay auf der 28, Buchholz 29, Kipfer 30, Carsten König, auch kein optimales Rennen, der 31. Und dann haben wir noch ja, ein paar andere, die nicht mehr auf dem Server sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal ins Studio zurück. Da. Ja, sehr, sehr fair, muss man sagen. Ja, schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das Ganze nochmal sauber gelöst worden wäre. Aber so ist es nun mal. Ja, sehr, sehr spektakuläres Rennen. Wir haben keine großen Crashes gesehen. Das meiste war, wie gesagt, selbst verschuldet. Also auch die 34 Autos auf T1. Ich glaube, da hat sich ein bisschen hier und da mal Stoßstange an Stoßstange aufgestaut. Bleibt leider nicht ganz aus. So, gucke ich mal, wenn wir noch raiden. Nicht, dass ich wieder irgendwo hin raide, wo schon wieder Feierabend ist. Ich probiere es nochmal beim Pete. Letztes Mal ist er genau offline gegangen. Also ganz schnell. So, ja, also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hab mich gefreut, war ein sehr, sehr schönes Rennen. In 2 Wochen sind wir dann auf dem Nürburgring unterwegs. Ansonsten, ja, spätestens Dienstag, denke ich mal, ist wieder LFM dran. Ich glaube, die Tage sonst habe ich nichts streamingtechnisch auf dem Plan. Danke auch für die Follows. Hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und habt natürlich auch einen schönen Abend. 9:30 haben wir jetzt. Und dann gehen wir zum Pete rüber. Ich hoffe, er fährt jetzt noch. Irgendwie quatscht er gerade schon wieder. Wir gehen trotzdem mal rüber. Also, wenn ihr mögt, dann nächste Woche spätestens bin ich wieder da. Und dann sehen wir uns dann. Ciao, ciao.